Radio 1. Hörbar Brust. Melody Gardot war das, Worrisome Heart, Radio 1, die Hörbarust. Herzlich willkommen, wenn Sie dies hier als Radiosendung hören, dann ist Sonntag, 14 bis 16 Uhr. Wenn Sie uns als Podcast hören, hallihallo, dann wissen Sie ja auch, dass noch viele andere Gespräche auf Sie warten, wenn Sie das möchten, zum Beispiel mit Joachim Krohl, Andrea Sawatzki, Christian Ulmen, Samira El-Oazi, Micky Beisenherz, Lars Eidinger, René Polisch, Senta Berger, Jim Rakete, Ina Müller, Jan Plewka und so weiter und so fort. Und wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Brust. Hätte man unserem damals neugeborenen Gast unauffällig einen Fahrtenschreiber implantieren können und würde man die dann vorliegenden Ergebnisse, all die Tage, Monate und Jahre, all die Stationen, Erfolge und Begegnungen als Grundlage für ein Drehbuch nehmen? Nein, kein seriöses Studio nehme es an, um es zu verfilmen. Nett, sehr schön würde es heißen, aber das glaubt niemand. Oder ja, unterhaltsam, aber unrealistisch. Wie soll denn ein einziger Mensch gleichzeitig so viel Liebe und so viel Erfolg abbekommen? Nun, Guido Maria Kretschmer weiß es besser. Diese Mischung gibt es, er lebt sie. Selbst die nicht unkritische Zeit nannte ihn mal den sympathischsten Menschen Deutschlands. Der 56-jährige Designer und Moderator weiß sehr wohl um sein Glück. Er weiß aber zudem, dass er immer auch sehr fleißig war. Und mutig, sagt der mit vier Geschwistern in Münster aufgewachsene Kretschmer von sich selbst. Na, mal schauen. Die kleinen und großen Geschichten kann er uns ja jetzt selbst erzählen. Herzlich willkommen mit offenem Mikro. Ja, vielen Dank. Wir sind uns schon einmal begegnet vor einigen Monaten. Da hatte ich schon mal das Vergnügen, mit dir eine Stunde lang über Essen zu sprechen. Und so habe ich dich überhaupt kennengelernt. Das war eine schöne Art, dich kennenzulernen. Und meine Vorbereitung da war minimal. Und ich habe nur gedacht, Wahnsinn, ich habe so das Gefühl, jeder findet dich gut, ich sag dir das mal. Und jetzt aber, da ich wirklich sehr viel mehr gelesen habe, merke ich, dass das in jedem Artikel eigentlich auch zur Sprache kommt, dass jeder so sagt, everybody says, I love you. Das ist komisch, oder? Ich weiß es nicht, das ist ein bisschen befremdlich, wenn man das so hört. Ja, ich weiß gar nicht, dass jeder schreibt, aber es ist... Ich mag ja Menschen sehr gern. Das mag der Grund sein, dass dann vielleicht ich das auch reflektiere und dass dann die Menschen sagen, ach, der Guido ist vielleicht ein feiner Mensch, weil ich gern auch selber mit feinen Menschen zusammen bin. Oder wenn sympathisch, fein und anständig ist, dann würde ich sagen, ist das schön. Und es würde mich eher stören, wenn man schreiben würde, ach, das ist so ein exzentrischer Designer, so eine auf Krawall gebürstete Maus, die da nicht viel zu erzählen hat, wenn man so viel quatscht wie ich, dann ist es von Vorteil, dass man dann freundlich ist und das würde sich helfen. Naja, aber selbst die größte Freundlichkeit schützt unter Umständen nicht davor, dass irgendjemand Bock hat, böswillig zu schreiben oder einfach ganz subjektiv. Es ist ja auch das Metier, in dem du im weitesten Sinne arbeitest und im engsten Sinne ist. Es ist ja, hat ja viel mit Subjektivität zu tun. Mhm. Also da können, es ist ein leichtes zu sagen, ja, nee, komischer Typ und so. Und das passiert einfach nicht. Und das ist in einer Zeit, in der so stark polarisiert wird, finde ich das tatsächlich bemerkenswert und es ist hervorhebenswert. Und ich finde das sehr, sehr schön. So, und eigentlich ist es ja auch Guido. It's Guido. Guido. Ja, das sagen die Italiener. Die Deutschen sagen Guido und die Österreicher sagen De Guido, sagen die. Und Guido bedeutet ja auch etwas. Das heißt Mann des Waldes. Das ist, finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil ich auch so ein gartenaffiner Mensch bin. Das ist Mann des Waldes. Das ist auch in Italien ein sehr vergessener Name. Also es gibt, niemand heißt mehr richtig Guido in Italien. Wie jetzt, es ist auch nicht retro, dass man jetzt sagt, in Deutschland heißt, gibt es wieder Hermann und August und Otto. Ja. Ist in Italien ist nicht wieder populär geworden. Und in Amerika, als ich in New York war, die Zeit, da ist es so, dass in Little Italy ist ein Guido, also ist ein schneller, gescheiter, pfiffiger italienischer, pfiffiger Junge, ja. in New York. Und deswegen ist es eigentlich ein ganz schöner Name. Es ist aber sehr profan, warum ich so heiße, wegen was bin ich, das Schwein bitte. Und ich, meine Mutter Guido war Baumann, Guido Baumann, gerade zum Rateteam, ne? Der Schweizer Guido. Ja. Und meine Mutter war so verliebt, als ich schwanger war, hat gesagt, also wenn das ein Junge wird, dann nenne ich ihn wie Guido. Und da hat meine Oma gesagt, dann aber bitte auch noch wie Rilke, Maria. Und so kam Guido Maria. So ist es entstanden. Oh, Rilke hat auch eine Ein bisschen, ja genau, profanes Fernsehwelt. Und dann hat die mein Leben lang als Kind immer gesagt, Guido,
Ratefuchs. Also ich habe dann immer so Ratedinger gemacht und deswegen, daher kommt der Name. Also das war eher, vielleicht war es auch Mode, aber so richtig Mode war es, glaube ich, auch nie. Es gab ja außer Guido Baumann nie einen richtigen Guido, der... Guido Eike, der Sohn der Nachbarn meiner Großmutter. Der Bruder von Helen. Die hatten einen schwarzen Cocker Spaniel. Der hieß Guido? Nee, der hieß Dagi. Achso. Und pinkelte auf den Rhabarber. Oh. Durch den Jägerzaun. Ach, und deswegen war das, ist mir ein Leben lang bis heute, kann ich keinen Rhabarber essen, weil ich ihn immer mit Hundeurin gleichsetze. Ja. Und ich hatte das mit Elke, wenn jemand Elke heißt, höre ich sofort, wie unsere Nachbarin schreit, Elke, komm nach Hause, es reicht, Elke. Also dann, sofort denke ich immer, oh Gott, Frau Holtkamp, gleich schreit sie wieder. Also so hat man so einen Namen. Na, ja. Ja, ich hatte Frau Blasek. Nini, mach die Musik leiser, Frau Blasek schläft. Gut, aber wir kommen jetzt Blasek völlig möchte ich vom auch Weg nicht ab. Heißen, habe ich gerade gemerkt. Blasek ist, glaube ich, weißt nicht du, was da. Interessant ist, dass man manche Sachen so lange schon kennt, dass man die Assoziation dahinter möglicherweise... Vergisst. Ich habe noch nie, no, ich hatte das noch nie. Frau Blasek ist in mein Leben getreten, bevor ich wusstest, was denken das konnte. Und seitdem hat die dies wie in so einem Bernstein gegossen. Das ist einfach, ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass Blasek sexuell konnotiert werden könnte. Okay. Jetzt verstehe ich. Nie. Die ist geschützt durch meine Kindheit und du hast es gerade zerstört. Naja, gut. Also, ja, es ist immer, einer quatscht immer. Andere kriegen mit 9 ein Skateboard geschenkt oder Roller Skates. Du hast sowas Ähnliches, es sah zumindest so ähnlich aus. Du hast mit 9 so ein Brett mit Rollen oder mehrere Bretter mit Rollen geschenkt bekommen. Hund nennt man das ja, glaube ich, auch. Ne? Wo ja, man ein so, Hund, genau. Beschreib mal, was das war und warum man dir das geschenkt hat mit 9. Also ein Hund, das ist sogar ein Brett mit Rollen, was im Umzugsgewerbe genutzt wird, damit man schwere Dinge von A nach B bringt. Und ich hatte große Sehnsucht, immer alles umzustellen. Hatte keine Angst vor großen, schiebenden Möbeln, noch heute. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich unter Tische ging und habe dann so ein bisschen wie so eine Schildkröte gearbeitet, dann konnte ich die schwersten Tische wegtragen. Und meine Eltern haben sich irgendwann überlegt, dass ich die wegmache, weil ich manchmal auch das Wohnzimmer ins Esszimmer umgewandelt habe und umgekehrt. Also ich habe erst so kleine Dekorationen übernommen und später dachte ich, warum, das sieht doch auch nicht schlecht aus. Und weil meine Eltern wirklich Angst hatten, dass ich mir wirklich orthopädisch dann Schaden, Einbruch hole, genau, und auch später nicht mehr laufen kann mit Buckel, das war immer der Horror meiner Mutter. Und da bekam ich halt so einen Hund geschenkt und dann konnte ich das darauf wuchten und dann schob ich dann die Sachen durch die Weltgeschichte. Und daher kam das, weil mein erster Hund war eigentlich ein Brett mit 4 Rädern. Hab heute noch einen Hund, immer einen Hund zu Hause. Ist das, hat sich so eine gewisse Ruhe bei dir eingestellt, wenn die Dinge erstmal an den richtigen Stellen stehen? Oder ist es die Veränderung um der Veränderung willen? Es ist besser geworden, sag ich mal, wenn ich jetzt das Aktuelle nehme, weil das eigene Umschiebe gestern ist ja auch so sinnlos, wie sich Gedanken zu machen, was wäre, wenn. Weil der Konjunktiv ist bei Einrichten immer schlecht. Also es könnte gut gehen, aber es ist besser, wenn es gut aussieht. Deswegen habe ich schon so eine Ruhe entwickelt, wenn ich heute, habe ich mehr Vertrauen in Momente und ich gewöhne mich mehr an den Blick, dass die Lampe da bleibt und dass der Sessel da steht. Also ich empfinde gerade zum ersten Mal in meinem Leben so eine Stabilität in der Einrichtung, würde ich fast sagen. Das war früher anders. Früher bin ich nach Hause gekommen und schieb erst mal rum und habe Dinge neu organisiert und auch oft schöne Momente. Es gab häufig Momente meiner Kindheit, wo meine Eltern sagten, ach geht was dabei, jetzt war praktisch hier, wie wir hier gerade sitzen. Ja. Aber dann haben die auch schon mal gesagt, ach das Wohnzimmer war aber nicht schlecht da vorne so. Aber die haben das eigentlich immer mitgemacht. Also das fand ich, das würde ich heute noch sagen, wie süß die waren, dass die mich da haben so schieben lassen auch. Ja, und ich meine, du hattest ja noch oder hast ja noch 4 Geschwister, die müssen ja auch irgendwie mit diesem sich ständig verändernden Zuhause d'accord gewesen sein. Oder ist denen das gar nicht so aufgefallen? Stumpf ist Trumpf, aber ich glaube, die haben dann auch gesessen. Also das war vielleicht da so ein bisschen, die hatten nicht so Schiebeambitionen und ich und die fanden das ja auch meistens nicht schlecht, würde ich jetzt sagen. Aber das war, glaube ich, nie Thema. Du hast die Eurythmics mitgebracht. Du hast mehr natürlich mitgebracht, aber es geht los mit den Sweet Dreams von den Eurythmics. Ja. Was ist die Geschichte dahinter? Also erstmal finde ich das einen großartigen Song, weil ich glaube, dass das auch zeigt, dass man im Leben alles kann und dass alles passieren kann und dass man nicht aufhören soll zu träumen und dass Träume was sehr, sehr Süßes sind und dass sie homemade sind, dass sie größter Kreativität entsprechen. Und das ist ja auch das, was ja jeder Mensch spürt, wenn man gefragt wird, was ist so die Idee, warum, wie ist das denn als kreativer Mensch davon zu leben, wie macht man das denn? Dann denke ich ganz oft, hört euch mal den Song an, dann weiß man, was das macht, dass es, Sweet Dreams are made of you. Das ist einfach, das ist so Homemade-Kreativität. Und die Geschichte ist, dass ich es immer schon gut fand und ich habe Annie Lennox kennengelernt in
Mallorca, weil sie war ja in Mallorca, hatte eine gute Freundin da und so haben wir uns in so einem Treppenhaus vor so einer verschlossenen Tür kennengelernt. Ich hatte keinen Schlüssel und sie kam auch nicht rein, weil sie ihre Freundin besucht und so haben wir dann im Treppenhaus sehr lange gesessen und haben uns so angefreundet im Sitzen auf diesen eiskalten Stufen und mir wurde das Fahrrad noch geklaut an dem Tag, das hatte ich unten abgestellt, weil oben war so mein Yoga-Zentrum. Das war ganz süß. Und dann weiß ich noch, dass, das war die Geschichte, dass meine Yoga-Lehrerin eigentlich eine geflüchtete RAF, dritte, vierte Generation Attentäterin war, die aber in Mallorca untergetaucht war und hatte einen spirituellen Namen. Die hat immer, wenn wir unser so Relaxation, also Yoga Nidra und so Sachen und Meditation gemacht haben, hat die immer gesagt, die Amerikaner sollen bitte untergehen, auch wenn wir uns... Die hat das sehr politisch gemacht und die hatte so ganz funkelnde Augen. Dachte ich immer, das ist eine sehr seltsame Yoga-Lehrerin, weil die immer so auf Krawall war. So oft. Und dann habe ich, hat sie mir das irgendwann mal gesteckt, leider schon gestorben in Indien, ganz traurig. Aber dann habe ich ihr das erklärt, in den Langsburg zu erklären, was so die deutsche RAF war. Und das war so eine Erinnerung, die ich immer habe. Und sie hat mir ganz schön erzählt, wie sie sich auch mal auf so einem Konzert nachher in jemanden so verliebt hatte, den sie ganz toll fand und nachher war das dann auch ein bisschen Reinfall. Also wir haben, das habe ich so eine lebende Erinnerung immer noch und so kam es dann, dass ich sie so einen besonderen Moment hatte und sehr, sehr lieb gewonnen habe, weil sie so wahnsinnig echt offenbar, und so ganz echt, so schön englisch und so irgendwie so ein liebevoller Mensch. Also die, man dachte immer, die Erinnerung ist eher so ein bisschen kühl. Das war dieses 80s, und gar nicht der du, Fall. Also hast du sie gleich erkannt? War dir gleich klar, dass du da Annie Lennox triffst in diesem Treppenhaus auf Mallorca? Es gibt ja Dinge, die wahrscheinlicher sind. Ja, ja, ich bin ja nicht der, weil ich es ja selber erlebe. Dann sagen, ach, sind sie nicht? Ach, das habe ich gar nicht erkannt. Ach, die sind es ja doch. Mhm. Das mache ich nicht. Das ist ja blöd. Also ich meine, wenn man sieht, dass es Nein, aber trotzdem, es ist ja, kann ja, sie hat sich ja auch ein bisschen verändert, je nachdem, wann das war. Das war schon, da war die schon noch ziemlich präsent und nee, das hat man sofort gesehen. Okay. Also da wusste ich schon gleich, wie das war. Und ich wäre auch blöd gewesen. Die hätte sich, glaube ich, auch nicht vorstellen können, dass ich da sitze und sage, oh, it's you. Oh. Oh, no. Das hätte nicht. Also das mache ich nie. Das finde ich bescheuert, weil ich hatte das mal mit vielen sehr erfolgreichen Menschen, die ich dann so aus Zufall traf. Ich habe sehr viele berühmte Menschen in meinem Leben immer wieder getroffen und habe das nie gespielt, dieses Spiel. Weil das machen ja manchmal, jetzt bin ich ja nicht so berühmt wie Annie Lennox, aber ich kenne das ja auch mit Menschen, die dann mit mir sitzen und dann irgendwann sagen, ach, jetzt, wo sie es sagen, also sie erinnern mich, ich weiß nicht. Und dann denkt man schon, man weiß die ganze Zeit, dann verraten die sich irgendwann, weil das doof ist irgendwie, weil ich dann das auch nicht, ja, nicht nett finde, wenn man sagt, ah, ich kenne sie irgendwo von irgendwoher, sagen sie doch mal, wer sind sie denn, oder sie sind doch, und das habe ich nie gemacht und das war sehr, sehr schön mit Annie Lennox. Designer, Moderator, Juror, Kostümbildner Guido Maria Kretschmer ist heute hier zu Gast. Guido, wenn es Eier regnet, musst du den Löffel raushalten. Es heißt eigentlich, wenn es Brei regnet. Ach. Ja, das ist der süße Brei. Das hat mal, ich weiß gar nicht, wer das zu mir gesagt hat. Das hat, glaube ich, mal so ein ganz reicher Milliardär mal zu mir gesagt, der hat gesagt, Guido, reg dich nicht auf, hat er gesagt, wenn es Brei regnet, halt den Löffel raus. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Das zeigt eigentlich natürlich, weil man kreative Menschen, wenn sie erfolgreich werden und sehr kommerziell werden, dann entsteht ja immer so ein Moment, dass man sagt, ach Guido, das geht doch nicht und so, weil ich auch sehr viel Kunst gemacht habe, viel Oper, Theater, Film und irgendwann ja auch wenig Zeit hatte dann für all meine Freunde zum Teil auch noch eben Kostümbilder zu machen und mich natürlich wochenlang dann in ein Theater zu stellen oder ein Filmset und das ist mir oft auch schwer gefallen und dann fand ich das immer gut und dann hat immer mein Freund Detlef Buch gesagt, ja der Guido, wenn es Brei regnet, dann muss er den Löffel raushalten, das kann der jetzt auch nicht machen und das daher kommt es, aber es ist vielleicht, man denkt, ach ja, das ist so, es gibt doch dieses Märchen der süße Brei, wo die alle hungern und irgendwann gibt es so einen Topf, der immer weiter Brei produziert, kennst du das nicht? Nee. Irgendwann stehen die alle kniehoch im Brei und das ist so ein, ja, ein schön, ich finde es ein schönes Märchen.
daher kommt das, glaube ich, dieser süße Brei. Haben dir deine Eltern früher Märchen vorgelesen oder habt ihr das? Ja, mein Vater, der ist ja so literaturaffin und so ein wunderbarer Erzähler und so, der hat das natürlich vorgelesen und wir hatten ganz schöne Platten auch mit wunderschönen Stimmen. Also Märchenplatten konnte ich wahnsinnig hören und wir haben auch das ganze Zeug gehört oder auch gelesen, was jetzt nicht nur in dieser Grimmschen Welt zu Hause war, sondern auch so viele tschechische Märchen und schlesische Märchen. Hast du auch Angst, weil du jetzt gerade die Grimmschen Märchen erwähnst, die ja oft sehr grausam sind, ne? Also so mit Daumen abschneiden und diesen ganzen, das ist ja alles nicht oder durch ein und verbrennen und Nee, ich mochte nur nicht was mit Mäuse und Ratten. Das war nicht meins, weil ich nichts mag, klein mit Schwänzchen. Da bin ich ein bisschen schwierig und das fand ich als Kind schon nicht toll. Also, nein, nicht Hündchen, aber ich tue mich schwer mit Nagetieren und deswegen war das nicht so meins. Also, wie lustig, der Rattenfänger von Hameln und so, das ist überhaupt nicht meins, weil ich wünsche allen Nagetieren eine ganz großartige Zeit, aber ich bin überhaupt nicht gemacht für Nagetierchen. Und du nennst dich selbst immer Frettchen. Frettchen, aber Frettchen leben ja vielleicht von Nagetierchen. Ich weiß es nicht. Also Frettchen, nee, ich sag nicht, ich bin kein Frettchen. Du sagst immer, ich bin Kunstfrettchen. Ich bin ein Kunstfrettchen, weil Frettchen so agil und nicht genug kriegen können. Und das ist natürlich, das ist das Frettchenhafte, was ich so mag. Dieses schnell irgendwo rein und sich das angucken und so viel aufnehmen, wie es geht, weil ich ja immer wenig Zeit. Und da bin ich sicher, da ist für mich Frettchen so wie so eine... Wie so ein Wiesel. Was so schnell guckt und ich muss ja schnell durch Ausstellungen gehen, wenn ich irgendwo bin, halte ich schnell an. Sag ich, warte, dann gehe ich noch rein, guck mir ein paar Sachen an oder das meine ich damit. Ja. Dieses, dass ich so aufnehmen kann, so schnell und richtig probiere auf der Festplatte. Mich zu erinnern, weil ich ja sehr visuell auch bin und daher kommt es. Aber ansonsten bin ich nicht gemacht für kleine Schwänzchen und vorne so alles, was so eine Nuss hält. Ich bin auch mit Eichhörnchen. Finde ich okay, sind für mich so Luxusratten, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und seitdem ich in New York war, mag ich sie gar nicht mehr so gern, weil da sind die ja so fies grau so ein bisschen. Ja. Und die sind eher so inflationär da auch. Und ich fütter die natürlich auch und ich finde auch schön, wenn die durch die Bäume springen, aber ich bin so, ich könnte die jetzt nicht so, alles, was sich so schnell bewegt und Schwanz hat, ist nicht so meins. Okay, ja. Nackter Schwanz ist noch viel schlimmer. Marianne und Erich sind deine Eltern. Und deine Mutter ist, glaube ich, kommt aus einem westfälischen, aus einer großen Familie. Ich glaube, sie war die Zehnte, oder? Zehnte von zehn. Zehnte Kind, wow. Dein Vater hatte eine ganz schön schwierige Kindheit. Ja, schlesische Flüchtlingskind und eine schwere Zeit und das Kind im Lager und eingeschlossen. Als Kind im Lager? Ja, im Lager und ist mehrmals, ist 3-4 Mal schon dem Tode ganz nah gewesen, immer wieder gerettet durch ein Wunder, immer wieder gerettet, angeschossen im Fluss und dann von, also er hat ganz viel Schlimmes erlebt, mein Vater, ganz, ganz, ganz viel, ganz schlimme Dinge und ich wusste das eigentlich nicht so genau, dass mein Vater, ich hatte so die Narben schon gesehen, was so passiert war, aber ich wusste nicht genau, was das eigentlich war, so, er hat das en Detail nie erzählt, ich wusste schon, dass das eine harte Geschichte war und dass er da unserer Großmutter und seinen Schwestern und so. Aber das ist dann irgendwann mal rausgekommen, da sind wir in die Skiferien gefahren. Und mein Vater wollte nie gern Zug fahren. Das war überhaupt nicht sein Ding, weil er halt im Viehwaggon abtransportiert worden ist und durch den Schnee und das einfach erlebt hat als Kind, diese Grausamkeit, was das alles bedeutet. Und da sind wir dann zum Skiferien mit den Eltern meines Freundes, meines Vaters Frank, die ganz kultivierte Holländer und dann meine lieben Eltern, sind wir zusammen im Zug dann, wir sind bis München geflogen und dann in die Schweiz zum Skifahren gefahren. Und dann mein Vater hat sich erst geweigert und dann im Schnee und wir hatten dann so Kuchen und Wein dabei und hoch die Tassen. Und irgendwann fing der an zu weinen und hat uns dann diese ganze Geschichte erzählt. Also dann, da war die Wahrheit, auch meine Mutter das dann zum ersten Mal gehört. Das war die längste Fahrt bis nach Davos. Und da kam halt diese ganze Geschichte. Und das heißt, mein Vater ist halt wirklich so ein Kind, so in so einem Loch gesessen und mir jeden Tag an die Wand um ihn eingeschossen und der hat Schlimmstes, Grausamstes erlebt und aber dann eben halt immer mit dem Versprechen, das hat er immer dann gesagt, dass er sich das vorgenommen hat, wenn er erwachsen ist und dass er eine Familie will und dass er der liebevollste Vater ist. Und das hat er gemacht. Also das hat mein Vater, das hat er profimäßig, mein Vater ist ein Profivater, voller Liebe, voller Gutmütigkeit, blitzgescheit, herzlich, liebevoll, voller Fantasie. Und das hat er natürlich mit uns gemacht. Und wenn wir zurück zum Märchen und so kommen, hat er natürlich uns immer eher die Welt schön gemacht. Der hat, wenn wir Weihnachten zu Hause waren, dann hat er schon, bevor Weihnachten losging, hat er schon Nüsse Wochen vorher im Garten verloren. Der hat im Schnee Stufen gemacht. Der hat Engelshaar in die Apfelbäume gehangen, weil er sagte, guck mal, Guido, da war schon. Der hat das gebaut, diese Welt. Der hat mit Hasenohren hinter Spargelreihen gelegen.
kleine Pinselchen mit Farbe im Rasen verloren, dass wir dachten, das sind Küken. Ich glaube, meine Schwester hat mit 14 noch gedacht, es gibt den Osterhasen, weil er das so perfekt gemacht hat. Der konnte Gummitwist und über Dinger springen und der hat wirklich so, der ist voller Liebe. Also ich habe diesen, mein Vater, ich kann mich heute noch erinnern, wie der uns immer aus der Badewanne nahm und mit einer Liebe abgetrocknet hat und diese wunderbaren Sachen, die er dir dann ins Ohr flüstert. Also das ist wirklich, mein Vater ist ein großes Geschenk. Der hat uns geweckt, wenn nachts Nachtigallen gesungen haben, dann habe ich mit ihm gesessen die ganze Nacht, bis man bei ihm einschlief, weil der halt Liebe hat in sich trägt, also große Liebe. Meine Mutter liebt, dass man es nicht aushält, also der ist wirklich, mein Vater ist wirklich ein großes Geschenk für uns alle gewesen und das ist, glaube ich, auch das, was er mitgebracht hat aus dem Osten, das ist eben diese Ostseele und die habe ich so tief in mir drin wie keiner meiner Geschwister. Er sagt auch immer, alles was Guido ist, das ist er eben auch, das ist das, was wir im Osten, ich hatte ja so viel tschechische und ungarische Verwandte und auch so etwas exponiertere, auch so Künstlerverwandte, die kamen alle eben alle aus dieser kalten Republik, so hieß es immer. Und es war ja fast Tschechien auch und somit und Polen natürlich. Und das ist, glaube ich, das, was mich mit ihm auch so verbindet. Ich habe mich so interessiert für dieses. Ich habe immer gedacht, als Kind, ich bin mitgeflohen. Ich habe ganz viele Geschichten. Und ich weiß, wie es da riecht und wie es da, weil er es mir immer erzählt hat. Weil er immer sagt, Guido war irgendwie, der hat mir auch alles erzählt, damit ich es behalte, damit es nicht vergessen wird. Und ihr seid da auch mal hingefahren, ne? Ja, wir sind hin. Und wir wollten jetzt nochmal eine große Reise. Es ging aber nicht mehr, weil er es nicht mehr geschafft hat und so. Aber wir haben... Er lebt noch, aber er ist jetzt gerade sehr krank. Er ist sehr krank, aber der lebt noch für meine Mutter natürlich. Das ist ja auch traurig, wenn man dann... Aber ich habe mit meinem Vater, das muss man sagen, wenn wir schon dabei sind, ich habe mit meinem Vater diesen Abschied eigentlich schon erlebt. Also das würde ich sagen. Mein Vater war sehr, sehr schwer krank und brauchte eine ganz große Herzoperation. Und der war auf der Intensivstation. Ich bin nachts nach dem Dreh ganz spät dann hin und es war ganz bizarr, weil ich kam nach dieser Intensivstation, bin dann nachts um 4 dann noch hingefahren und habe an seinem Bett gesessen und die ganze Intensivstation dann sagte, Guido ist da, können wir dann ein Foto machen? Und ich habe immer gesagt, das geht jetzt gar nicht gut, aber ich habe dann, habe ich noch eine, so eine beatmete Frau, mich daneben gestellt und ein Foto gemacht, dachte ich selbst da und saß dann mit meinem Vater und hatte dann das Gefühl, dass er irgendwie abhanden kommt, dass er mir abhanden kommt, dass er es nicht schafft. Und dann habe ich den wirklich ins Leben gequatscht. Ich habe dann Lachtigallen aufs Handy gemacht, habe das Ding, habe immer gesagt, Papa, du kannst nicht gehen. Wir sind nicht ready. Es geht nicht. Ich bin nicht ready. Du wirst mir so fehlen. Und habe ihm dann angefangen, Sachen zu versprechen. Ich sage, Papa, es gibt ein Elektrofahrrad. Wir fahren dann noch dahin. Und ich habe ihm dann so gefeatured mit Geschenken, was ich alles für ihn machen will und was ich alles an ihm liebe und so. Und mein Vater hat das alles irgendwie gehört. Der hat das alles gehört und irgendwann morgens hatte der es um 6, 7, 8 Uhr hatte der es geschafft. Und dann hat der hat es, und der sagt immer, Guido, du hast mich, war im Licht, hat er gesagt, du hast mich zurückgeholt. Also er sagt immer, wenn er jetzt stirbt, und das ist auch so, dass ich wäre todtraurig, weil ich ihn so vermissen werde. Aber wir haben so eine Generalprobe gehabt. Und das ist auch das, was ich als Lebensding mitgenommen habe. Also dass der hat mir in dieser Nacht auch gezeigt, dass man geliebt sein muss, dass man nicht alleine ist. Und das ist, was ich jedem Menschen wünsche, ganz ehrlich, dass niemand alleine sterben muss. Dass jemand da ist, dass eine Hand da ist, die dich hält und dass das funktionieren kann. Also dass man, obwohl er eigentlich weg war, hat er irgendwie immer gesagt, hat immer meine Hand gespürt und immer meine Stimme gehört. Und das ist, glaube ich, würde ich jetzt so sagen, ich will es nicht so traurig machen, aber das ist eben auch Liebe. Und dass ich dann gemerkt habe in dem Moment, dass alles, was ich bin, auch zum Teil, also das bin ich auch, weil er so ist, wie er ist. Weil er in mir das Gute gepflegt hat und hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, ja, auch weiterzumachen und dass man auch, dass alles möglich ist. Also das ist, glaube ich, das, was ihn so großartig macht. Und das ist eben auch vielleicht das, was mich heute manchmal auch so zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin, weil ich es nicht selbstverständlich nehme, dass es so ist. Deswegen sagen ja viele, ja, du bist immer so nahbar. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es ist, weil ich denke, ich will gar nicht anders sein. Ich komme aus einer normalen Welt. Ich komme aus einer Welt mit Sehnsüchten und gar nicht so viele Möglichkeiten. Und mein Vater ist das Beispiel dafür, dass man anständig, liebevoll und trotzdem sehr glücklich durchs Leben geht. Und das ist vielleicht das, was ihn für mich, jetzt habe ich über viel von meinem Vater gesprochen, aber das ist eben, er ist wirklich ein ganz großartiger Mensch, das ist er wirklich. Der kleine Erich aus Schlesien.
Hoffentlich hält der kleine Erich noch ein bisschen durch und ist noch ein bisschen da für euch. Ja, der wird natürlich wegflattern, wenn es anliegt, das weiß der auch. Aber ich glaube, der lebt nur noch für meine Mutter. Das ist, glaube ich, jeder, der es jetzt auch hört, wird denken, man hat ja nur einen Vater und eine Mutter. Das ist auch sowas, dieses, das ist auch eine große Endlichkeit, wenn das dann passiert. Und ich denke jetzt eben so, der lebt, glaube ich, nur noch für meine Mutter. Der ist gar nicht mehr richtig in der Lage, das alles allein zu machen. Aber er ist eben halt erlebt und sagt immer so noch so schöne Sachen und ist glasklar. Das ist auch toll. Das ist aber, wirklich gut, ja. Aber es ist traurig auch zu sehen, wenn der Vater, den man über alles liebt, dass ich das, ich sag immer zu ihm, sagt immer, ach Guido, weißt du was, ich bin eine kleine Eintagsfliege, sagt er immer. Sag ich, ach Papa und so, das ist doch schon noch länger Stubenfliege. Dann sagt er, ja nein, ich spüre doch schon. Das ist auch schön, wenn man mit seinem Vater ganz normal darüber reden kann, dass das endlich ist. Das hat uns diese Nacht vielleicht auch geschenkt, das würde ich schon sagen. Und das Elektrofahrrad, da steht wahrscheinlich noch auf. Ja, das hat er alles gekriegt. Muss jetzt abtransportiert werden, weil es voll ist. Alles ist da. Also es ist ja jedes Geschenk. Ich habe alles realisiert. Er hat alles gekriegt und noch mehr, glaube ich. Simon & Garfunkel hast du mitgebracht. The Sound of Silence. Das passt natürlich ganz schön. Aber ich weiß nicht, welche Geschichte sich dahinter verbirgt. Ja, das ist so ein bisschen, das ist vielleicht die Zeit, als ich Teenie war. Das ist ja so eine schöne Depri-Zeit, wenn man so, ich weiß, als ich 13, 14 war, da war ich irgendwie ein sehr trauriges Kind auch, als ich so pubertierte. Interessant. Also lass uns da vielleicht, wenn es okay für dich ist, ja, spielen bitte. Wir erstmal das Lied und dann... Alle schlecht draufkommen, genau. Nein, wir spielen jetzt erstmal. Hello Darkness. Ja, so fängt es an. Hello Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Guido Maria Kretschmer ist heute hier zu Gast. Bevor wir in den Song gegangen sind, hast du etwas gesagt, was mich wirklich sehr überrascht hat, denn du sagtest, du warst ein sehr, wie hast du es gesagt, nachdenkliches oder nicht oder trauriges oder habe ich das jetzt falsch assoziiert? Ich hatte so eine Phase, glaube ich, wo ich sehr sehr introvertiertes, etwas unglücklicher Teenager war, glaube ich. Darf ich ganz kurz nur eine kleine Skizze machen, wie eure Familie, weil du auch oft wir sagst. Das war nicht nur ihr drei, Vater, Mutter, Kind, sondern wir haben es in der Bio schon kurz gesagt, du hast noch vier Geschwister und es waren auch die Großeltern teilweise bei euch zu Hause und Pflegekinder. Ich weiß nicht, ob immer mehrere. Ja, kurze Zeit immer so ein Mädchen und ein Junge waren da. Meine Mutter hat sich um die gekümmert. Die waren auch Teil, lange Zeit, auch unserer Familie, weil meine Eltern sehr christliche Menschen und glaube ich einfach so, ja, die konnten gut teilen, die konnten gut aufpassen, die konnten gut Familie geben für andere und das haben die, glaube ich, aus so einem tiefen christlichen Moment auch gemacht. Das kennen ja vielleicht viele Menschen, wenn man so einen Auftrag hat, so Profi-Eltern. Ich denke, die haben auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Du kannst nicht Profi-Eltern sagen, das klingt so. Ja, aber das sind sie schon, weil ich finde, ich habe in meinem Leben so viele Menschen kennengelernt, die das eben nicht sind. Also die denen das passiert ist, Eltern zu werden. Und wenn ich Profi-Eltern meine, dann meine ich halt, dass sie die guten Sachen sind. Also dass sie das erfüllt haben. Also das wirklich Wichtige, das würde ich schon sagen, das haben sie irgendwie hingekriegt. Vielleicht auch nicht alles, aber es ist so, dass sie natürlich Raum geboten haben für noch mehr, wo ich mir dachte, wenn ich es heute überlege, also fünf Kinder und dann noch was dazu und dann, wir waren wirklich 9, 11 dann machen wir am Tisch. Ich habe mir immer so eine Einzelkindfamilie gewünscht. Ich dachte, Gott, wäre das schön, wenn ich nur alleine da wäre. Hab ich das, mir immer gewünscht. Also das ist eine der Geschichten, die ich auch in dem ersten Interview mit dir, also das ist eine der schönsten Geschichten, die ich je in meinem Leben gehört habe, im Übrigen. Und ich würde dich bitten, dass du das nochmal in 2, 3 Sätzen skizzierst. Und zwar geht es um diesen Wunsch, Einzelkind zu sein. Du bist der Zweitgeborene und ihr hattet einen Deal, deine Eltern und du, an den Geschwistern vorbei. Würdest du davon nochmal erzählen? Ja, also mein Traum war immer, dass ich doch irgendwie auch manchmal allein war. Dieser Gedanke, dass alle sagen, Kito, wie geht's? Und ich sage, Mama, Papa und keiner ist sonst da, dass es nur um mich ging. Und weil wir ja so viele waren, das nicht ging und ich mir mal gewünscht habe, dass man mit seinen Eltern so essen geht. Das fand ich so wahnsinnig schön und kultiviert. Da war ich vielleicht so 9 oder 10. Und da war der Deal, dass wenn alle im Bett sind am Sonntagabend, dass ich schon mit
angezogen im Bett lag und sobald dann gute Nacht, Jim Bob, so ging das bei uns ja, die haben auch schnell geschlafen. Und dann bin ich raus aus dem Bett und dann mit meinen Eltern in irgendwelche Restaurants gefahren im Umland und dann haben wir da Einzelkind gespielt. Und meine Eltern haben das perfekt mit mir durchgezogen. Ich habe zum Kellner gesagt, ach Gott, ich hätte gern, ach, bestell ruhig. Also haben wir das, wir drei haben das gemacht und das haben meine Geschwister nie erfahren. Und ich bin denen heute noch so dankbar dafür, weil das so eine Zeit war, die wir zusammen hatten und dass die so irre waren, das mit mir gemacht haben und nicht gesagt haben, denk doch mal an die anderen. Ja. Und das haben die erst Jahre später rausbekommen irgendwann. Jahre später, da war der eine Bruder richtig sauer. Ja, na klar. Hat der gesagt, wie kann das denn sein, dass ihr mit dem, aber wir hatten das so ein Agreement und ich glaube, das war die Liebe von denen und die haben mich immer gut verstanden, das würde ich echt sagen. Deswegen sage ich, wir haben auch nicht Profi-Eltern, aber mit mir waren die perfekt, weil die haben mich so gelassen und die haben mich so gefördert und die haben mir diese kleinen Ticks, die ich so hatte, oder die haben mich, glaube ich, so geliebt, dass die wussten, das braucht er jetzt, damit der sich sicher ist, damit das alles gut ist, weil die auch spürten, dass ich sehr früh schon unterwegs war. Meine Eltern wussten sehr früh, dass ich meinen Weg gehen werde und ich wusste auch, dass ich jung das Haus verlassen werde und dass ich ready bin und vielleicht habe ich diese Zeit so intensiv mit denen genutzt und das ist auch so, dass mein Fundament dieser Liebe zu meinen Eltern ist sehr früh schon entstanden und das waren vielleicht auch so Momente, heute würde ich sagen, das ist ein bisschen schräg, aber das haben wir immer gemacht, so Sachen. Ja, das ist toll, es ist ja auch nicht, also es klingt einfach nach dem schönsten, liebevollsten, pädagogischsten Zug, den man sich überhaupt nur denken kann und dann auch noch vor dem Hintergrund, dass du ja nicht in reichen Verhältnissen groß geworden bist, im Gegenteil. Also deine Mutter hatte auch, glaube ich, mal, die hatte auch, glaube ich, einen Putzjob bei diesem schwedischen... Bei Bengt Wixten hieß der. Wie hieß der? Bengt Wixten. Da habe ich ja damals aber auch nicht gewusst, dass das irgendwie immer zurückkommt zu deiner Blasefamilie. Das war so ein Opernsänger aus Schweden und meine Mutter hat dann so den Haushalt da geführt. Und der hatte so eine ganz schöne Frau und das war eben so ein Künstlerhaushalt. Und die lebten in dem einzigen Villa, die es gab bei uns im Dorf mit so einem Löwen davor. Da hat meine Mutter geputzt und meine Mutter hat Mary Rose verehrt. Also die fand die super und die hat immer Radio gehört und so. Und dann irgendwann, das war der einzige Tag, wo ich nach Hause kam, es gab kein Mittagessen. Da war nur ein Zettel, stand da, Guido, komm sofort rüber. Und ich wusste ja, wohin ich dahin, dass meine Mutter mit Mary Rose auf dem Sofa trank da irgendwie Likörchen, hat ihr ganzes Leben vergessen und hat dann da gelernt, wie man schwedische Schnecken backt. Ne? Seitdem gab es bei uns, meine gesamte Kindheit wurde ernährt durch Schnecken. Bis die Fritteuse kam. Dann wurde es eigentlich Acrylamid, das haben wir aber damals nicht gewusst. Ihr hattet einen eigenen Fritteuseraum. Ja, im Keller. Weil mein Vater dachte, es ist doch zu viel. Wir hatten wirklich, bei uns war wie in der Pommesbude, früher war das ja in den 70s, war das ja das Hipste. Meine Mutter hat alles frittiert, was geht. Ja. Die hat durchfrittiert. Also ich muss sagen, also es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch da bin, dass wir da so viel, das muss so ungesund gewesen sein. Aber das war damals total, total topmodern. Wer mehr über Guido und das Essen wissen will, das ist der Teaser hier zu Toast Hawaii, dem Podcast, in dem ihr euch das mal anhören könnt. Leider. Aber zurück zu deiner Traurigkeit, denn ich würde gerne wissen, was du glaubst, wodurch die kam. Ob die einfach zu deinem Wesen gehörte, zur Pubertät und was du glaubst, wie sie verschwunden ist und wodurch? Ach nein, ich glaube, dass das in jedem Menschen noch angelegt sein muss, auch dass es Phasen gibt, wo man so reflektiv lebt, dass man das Gefühl hat, dass das Licht ausgeht und dass man... Was heißt Licht ausgehen? Ja, dass man für einen Moment das Gefühl hat, dass man nicht so den Weg findet, wo es rausgeht. Dass man nicht weiß, wenn ich die Tür jetzt öffne, was könnte dahinter passieren. Also, dass man so ein bisschen Dunkelheit erlebt. So, dass, ich glaube, dass kreative Menschen das häufig kennen. Das kennen ja auch viele Menschen, die sehr reflektiv leben. Oder auch manchmal Menschen, das passiert auch, glaube ich. Vielleicht ist es auch Pubertät, vielleicht sind es Hormone. Ich weiß nicht, was das ist. Aber auf jeden Fall war das so, dass ich dachte, ich will hier weg. Und ist das überhaupt mein Platz? Und wie halte ich das durch? Und ich kann mich erinnern, dass ich viele Tage so, deswegen habe ich auch Simon Garfunkel, so der Song, ich war auch so politisches Kind und dachte, ich muss doch was machen, ich wollte mal auf Demos und sitze da mal auf dem Land, ich wollte gegen Atomkraftwerke mich da aktiv eingeben, das war alles, wo ich war, gab es nichts, also das war so ein Landding, da saß ich immer in diesem blöden See da rum und habe immer gedacht, Mensch, wie könnte das gehen? Das war ein Golddorf, oder? Ihr seid das ausgezeichnet. Wir waren das Golddorf, worden. Aber das war erst, seitdem ich weg war. Also das ist das schönste Dorf Westfalens gewesen. Das ist aber nicht, wenn man 13 oder 14 ist und da als kleiner, schwuler Junge sitzt und denkt, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt. Bist du gedisst worden? Nein, gar nicht. Nein, geliebt und mit Freunden. Aber ich hatte so, ich kann mich heute daran erinnern, es war so ein Jahr vielleicht, wo ich wirklich traurig war und dachte, wo geht das hin? Werde ich das jemals machen? Kann ich wirklich mal Designer werden? Wie komme ich hier weg? Wie geht das denn? Da findet mich doch gar keiner, dachte ich immer.
dann bleibe ich hier immer sitzen. Mhm. Und so, das war so, ich fand das schrecklich. Da ich dachte, wenn mich nur einer mitnimmt, da habe ich ganz, da habe ich so ein halbes Jahr, habe ich an der Kreuzung im Dorf gesessen mit gepackter Tasche und hatte mal, wirklich, jetzt wird es richtig brutal, also da habe ich gedacht, da haben meine Eltern mich geweckt, da wusste man Aktenzeichen Y ungelöst, da wurde ein Junge beim Trampen mitgenommen nach Amsterdam und da verscherbelt. Und da habe ich gedacht, das ist ja wirklich Hardcore-Geschichte. Dann dachte ich aber, Guido, dachte ich, Amsterdam ist auf jeden Fall eine Option, dachte ich so. So weit ist das nicht. Also wenn ich es heute überlege, habe ich gedacht, ach, da wird mir schon nichts passieren. Also habe ich so eine Tasche gehabt und dachte immer, you never know. Es könnte ja sein, dass auch für jemand Gutes vorbeikommt und mich, also ich hätte wirklich Sehnsucht so weg, also dass ich irgendwo hinkomme. Ich habe davon geträumt, dass ich so eine eigene Wohnung, ich weiß, ich wollte wirklich, ich war so ready für Veränderung. Ja. Und das hat ja auch Gott sei Dank funktioniert. Da kam ich ja danach ins Internat, hatte ich ja das Glück und dann kam ich auch irgendwie weg. Und selbst auf diesem Internat, also das war, glaube ich, ein katholisches Internat, ja, ja, ne? Total. Bist du schon wieder nicht angeeckt, sondern im Gegenteil, die Nonnen dort. Haben mich geliebt, ne? Oh, haben dich geliebt. Ja, weil ich das auch mag, weil ich kann mich gut bewegen in das weiß ich heute vielleicht, ich kann mich gut bewegen an Orten, wo Menschen sind, die genau wissen, warum sie was tun. Und ich finde, dass gerade Klosterschwestern und Ordensleute, ist ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen, denkt man, aber das sind Menschen, die sich sehr bewusst entschieden haben, irgendwas ganz anderes zu machen. Das sind oft radikale, auch moderne Frauen, das will man gar nicht meinen, die sich auf irgendwas sehr scharf stellen und die was in sich tragen, was ich sehr bewundernswert finde, das ist eben, dass sie glauben und hoffen. Und das ist, glaube ich, und ich glaube ja eh an Liebe, Glaube, Hoffnung, das sind so, das ist das Grundgerüst, dass man Dinge erleben kann, dass man sich selber die Zeit gibt und den Raum. Und das ist sicher so, mit so einer Kontemplation im Hintergrund, dass irgendjemand über ihn wacht. Der Gedanke, den finde ich schön. Und das haben die natürlich auch gespürt. Die haben gespürt sehr schnell, dass ich da mich gut zurechtfinde, dass ich das mag, das Behütete. Und dass ich mag auch den Look sehr gern. Ich kann heute noch jeden Habit jeder Klostergemeinschaft zeichnen. Ich weiß genau, Zisterzienserin, Benediktinerin, ich weiß wie Karmelitin, ich weiß jeden. Ich kann jeden, könnte ich so nähen, ohne Schnittmuster. Ich weiß genau, wie die aussehen. Ich weiß, wo die herkommen. Das habe ich da so ein bisschen gelernt, diese Freude am Uniformierten auch, würde ich sagen, an dem Reduzierten. Und das hat mich Textil ja auch so ein bisschen angemacht. Die brauchen gute Stoffe und ich kann mich heute noch an den Schwung dieser Kleider und weil ich die ernst genommen habe. Das machen ja häufig Schüler nicht in Klosterschulen. Die finden das ja eher bescheuert, dass die da auf einem anderen Trip sind und Jesus heiraten wollen und so. Und mich hat das eher, das spürten die, glaube ich auch. Und die wussten, dass ich die ernst nehme, schon so jung, wie ich war. Und die waren eben, das sind die ja auch häufig sehr literaturaffin. Und ich hatte eine sehr tolle Nonne, die das bei uns geführt hat. Und ich bin ja so ein poesieaffiner Mensch und habe so viele Gedichte. Und die hatte das auch. Und die hat das irgendwie gespürt, glaube ich auch, dass ich so, und da hat die mich einfach perfekt gefördert. Und ich war weg. Ich war, wohnte da, hatte dann ein eigenes Zimmer. Fand ich super. Und dann war ich ja schon gerettet. Und dann war das auch vorbei mit Simon Garfunkel, Gott sei Dank. Ich habe, glaube ich, sogar gefunden, ihr habt euch noch mal getroffen, Juventius oder so ähnlich hieß sie, oder? Schwester war das Juvenalis, Schwester? Das war Juvenalis. Noch eine andere. Ja, ja. Okay, du bist in der da musst du mir mal helfen, weil es gibt, ist das die Zeit, in der du schwarze Klamotten getragen hast, schwarze Haare und ja, du nee, das ja kam danach, das kam danach, das war sozusagen nach der ganzen Schulgeschichte, hatte ich ja dann, war die Idee, dass ich dann Medizin mache und ich hatte vor, wie kann ich das finanzieren, weil ich ja auch, also weil ich die Idee hatte, Designstudium, dachte ich, das könnte schwierig werden. Dachte ich, kann man denn davon leben? Ich hatte gar kein Gefühl, wie man das machen würde. Also ich dachte, da muss man so Schneider werden. Ich konnte ja sehr gut nähen. Dann dachte ich aber, na, ob ich das hinkriege, dass das so funktioniert, weil ich da ja auch so weit weg war von diesem ganzen Ding, dass ich dann dachte, ach, was Medizinisches wäre toll. Mhm. Weil ich auch immer schon als Teenie ja schon jedes Wochenende im Krankenhaus gearbeitet habe. Jeden Samstag mussten meine Eltern mich morgens um 4 Uhr oder 5 Uhr wecken. 5 Uhr, halb 6 war ich im Krankenhaus in meinem Josefshospital in Warendorf und habe da freiwilligen Dienst gemacht. Mit weißem Kittel. Nein. Bis sonntags durch, jedes Wochenende. Ich war da fest eingeplant und habe da Krankenpflege gemacht. Und nein. Ja, ich fand das super. Das war mein Traum, das zu werden. Hab dann Orangen seziert, haben die mir erklärt, wie das geht. Also ich war total scharf auf dieses Nächstenliebe-Ding. Und dann, meine Eltern fanden es, glaube ich, Horror, weil ich da immer hin musste. Nein, darf ich ganz kurz mal die Pausetaste drücken? Ich finde das so, im Sinne von, ich muss da noch eine andere Geschichte kurz einflechten, weil du bist jemand, der sich das habe ich noch nie erlebt, beim Leben so ein eigenes Praktikum holt. Weil es gibt ja auch die Geschichte, dass du durch deine Affinität zu Mode sehr früh als Junge haben dich deine Eltern
die nichts Komisches dabei fanden, genau wie du auch nicht. Die haben dich, wenn diese Geschichte stimmt, einmal pro Woche oder ich weiß nicht wie häufig, bei C&A abgesetzt mit einem Florida Boy, mit einem frischen Zeichenblock und Stiften. Ja. Und also was geschah dann da? Das war bei Hetlage. Das war so ein Kaufhaus. Da bin ich einmal in der Woche, hatte ich so meinen Donnerstag. Wie alt warst du? 10, würde ich sagen. 10, vielleicht 10, 11 so. Da bin ich halt immer, weil ich das so schön fand, so Studien zu machen, dass ich sehe, wie Menschen aus Kabinen kommen. Also da habe ich mich da hingesetzt und habe mir angeschaut, wie Frauen da reingehen, was die anziehen. Habe ich mir so kleine Skizzen gemacht und habe dann gesehen, was dann Freundinnen, Verkäuferinnen zu denen sagen. Oh, das steht ihnen aber gut. Das ist ja so apart. Oder wenn die ihren Mann gefragt haben, na Herbert, was sagst du? Da habe ich verstanden, dass Männer sehr daneben liegen können. Deswegen hilft mir es heute noch bei Shopping Queen. Ich würde nie das Falsche sagen, wenn einer aus der Kabine kommt. Weil du kannst mit einem Satz alles ruinieren. Wenn jemand rauskommt und strahlt, dann musst du den Mund halten. Da kannst du nicht sagen, Helga, das geht nicht. Dann sagt die, sehe ich nicht ein bisschen dick darin aus, Herbert? Und dann sagt er, ja, da hast du allerdings recht. Männer sagen dann die Wahrheit. Und das darfst du ja nie, das ist ja schon böse. Die will ja natürlich, dass man sagt, ach nein, das sieht doch toll aus. Also da kann man sehr viel durchs Leben lernen. Das glaube ich, das habe ich gemocht. Und dann habe ich da gelernt, was Kombinationen sind und so. Und ich habe dann immer, weil ich da saß von der Schnittabteilung, die alten großen Burda- und Vogue-Bücher mit Schnittpatterns gelernt, also Schnitttechnik. Hat sich da keiner gewundert, dass da ein 10-jähriger Junge sitzt in der Umkleide und vor der Umkleide saß ich ja. Also ich saß da und habe ja auch zwischendurch die Sachen wieder richtig gehangen und so. Ich habe ja Sinn gemacht, also und ich habe ja nicht gestört. Und dafür kriegte ich halt immer die großen Schnittbücher aus der Abteilung unten, wo dann die Stoffabteilung war. Und so habe ich Schnitttechnik gelernt. Ich habe aufgrund dieser ohne Enne Burda wäre ich nichts, würde ich heute auch sagen. Ich verehre Enne Burda sehr. Und durch Enne Burda habe ich gelernt, wie man ausredet, Proportionen für Schnitttechnik. Das meine ich, du hast dir das so vom Leben geholt. Ich will ja nicht ständig applaudieren und ich will dich auch gar nicht so. Es war Notwehr. Ich habe aus Notwehr gehandelt, weil ich hatte ja keine Chance. Also, das ist sicher, was mich sicher ausmacht, dass ich dann aktiv werde. Also ich bin überhaupt jemand nie gewesen, der auf das wartet, dass mir irgendwas zufliegt. Wenn Leute sagen, du hast ja so viel Glück, Guido, du hast ja so viel Freude und das geht ja alles so gut. Das ist nicht der Fall. Ich bin eine Arbeitsbiene. Ich musste also alles in meinem Leben. Ich bin ora et labora. Ich bin bete und arbeite illegre. Das ist ja das, was Benediktiner auch machen. Das bin ich. Ich weiß, dass ich was dafür tun muss, weil ich nicht die Chance hatte, dass irgendjemand mich hätte so gefördert, dass ich der werden konnte, der ich vielleicht heute bin, weil niemand wusste, dass es das gibt, würde ich heute sagen. Und deswegen habe ich das Glück gehabt, das zu machen. Hatte dann aber das Glück, dass ich dann in einer Familie leben konnte, die das zugelassen haben. Und dass ich dadurch, dass ich sehr früh selbstständig war, und eben auch autonom war finanziell, dadurch, dass ich ja meine Sachen immer verkaufen konnte, war ich ja auch schon sehr früh finanziell unabhängig. Du also hast dir mit 19 oder 18 schon die erste Wohnung gekauft in Spanien, glaube ich, ne? Anfang 20 war es. Ja, also. Wow. Ja, ja. Wir haben Musik. Oh Gott, jetzt kommt's. Na, pass auf, du kannst dich jetzt entscheiden zwischen den Bay City Rollers und Desireless. Dann würde ich Bay City Rollers nehmen. Und gibst uns noch ein kurzes Stichwort dazu, warum dieser Song? Die Bay City Rollers, die haben mir auch ein Lebensgefühl gezeigt, weil ich finde, das ist so ein Aufbruchlied. Da habe ich so eine Erinnerung, dass es für mich so war. Dachte ich, Guido, weißt du was? Das klappt. Das kann klappen. Ich kann das machen. Ich kann auch Wiedersehen sagen. Und ich kann, und das wird gehen. Die Welt wird mich nicht, also enttäuschen, das war meine Angst. Meine Eltern hatten immer Angst, dass ich dann irgendwann enttäuscht werde. Als schwuler Junge, als kreativer Junge kann man davon leben. Wo will das hingehen? Du hast doch genug Talent, musst du denn sowas machen? Und die hatten immer so Angst im Ausland. Kann das nicht auch in Deutschland sein? Also die hatten immer Angst um mich, dass ich dann irgendwie von Menschen enttäuscht werde. Und dieses Bay City Rollers Ding, da weiß ich noch, dass ich dann, als ich das gehört habe, immer habe ich gedacht, nee Guido, wenn die Bay City Rollers das können, dann kann ich das auch. If you hate me after all I say, I can't put it off any longer. Just gotta tell her anyway. Radio 1. Hörbar Prost.
Guido Maria Kretschmer ist heute hier zu Gast. Ich kenne ihn als Juror, als Moderator, als Autor, Bestseller-Autor. Dann zupft er jetzt nicht so demonstrativ die wenigen Hundehaare. Du hast diesen Hund an dich gepresst. Jetzt musst du damit klarkommen. Und du hast ja auch die Innenräume von Autos. Ich weiß nicht, ob man den Plural gelten lassen kann, aber du hast mal ein R4. Dein erstes eigenes Auto verziert. Ja, ich wollte mal gerne Auto fahren, das fand ich super. Also dachte ich, Auto ist frei. Wenn du auf dem Land lebst, ohne gute Busverbindung, dann denkst du sehr schnell, Führerschein wäre die mit Rettung. Mit 15? Ja, weil ich ja früh schon Geld verdient habe, durch die ganzen Klamotten hatte ich also auch ein bisschen Geld parat und dachte mir so, mit 15, glaube ich, 15,5, dachte ich, so jetzt ist Zeit, ich will F4. Habe ich mir ein F4 gekauft für 1200 Mark damals. Meine Eltern waren dagegen, aber ich habe gesagt, Mama, ich habe ja Zeit, den zu stylen und habe den dann auf den Hof gefahren und hatte dann wirklich ja bis 18 Zeit, das Auto klar zu machen. Das ist leider aus dem Ruder gelaufen, würde ich sagen. Es war gar nicht mehr richtig verkehrstüchtig, weil ich hatte das erstmal angefangen von außen schwarz, die Felgen und dann bin ich mit dem Innenraum angefangen, habe das dann so ausgeschlagen, die Decke, die Kissen genäht. Dann habe ich irgendwas Armaturenbrett zu bearbeiten mit Steinchen. So Heißkleber oder was? Nee, einfach geklebt und bemalt und ausgetauscht und viel Textil natürlich und so kleine Bordüren und das war toll. Also ich fand das super. Es war so Gold mit Blau und hatte von innen, das war richtig super. Mein Vater hat immer gesagt, Guido, das irgendwann legen die das lahm. Wenn du so weit bist, dass das kommt, ist es auf jeden Fall nicht mehr verkehrstauglich. Man konnte auch schlecht sehen, wie schnell man fuhr, weil ich mittlerweile die Nadel von dem Tacho schon beklebt hatte und dann ging das nicht mehr richtig hoch, weil ich habe immer dann auf unserer, wir hatten ja ziemlich große Wiese, bin ich immer auf der Wiese gefahren mit meiner Schwester. Ja. Und an einem Morgen dachten wir uns, ach weißt du was, ist doch scheißegal, dachte ich, ich fahre jetzt einmal kurz ins Dorf und wir holen Brötchen. Meine Eltern waren nicht da, wir rein in die Kiste. Und dann hatte ich aber unterschätzt, dass da Schnee war. Dann bin ich über die Kreuzung gerutscht. Das hätte ganz früh schon also in eine andere Richtung gehen können. Aber ich hatte irgendwie Schutzengel. Somit habe ich dann, ja, wie immer mit dem Auto rumgefahren. Natürlich bei uns, wenn es dunkel war, bei meiner Schwester. Und als es dann so war, dass ich endlich 18 war, war das Auto leider auch schon kaputt. Das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann dachte ich mir, ach scheiße, dieses Auto muss weg. Es ging ja nicht. Und dann sagt mein Vater, das muss vom Hof, Guido. Das kannst du nicht mehr fahren. Das kannst du mit Schrottplatz bringen. Das sah aber super aus. Ich sage, Papa, komm, lass uns das doch in die Zeitung setzen. Da gibt es bestimmt einen Tüftler, der es noch machen kann. Und so ist es auch gekommen. Da gab es so eine ganz süße, hochschwangere Hippie-Frau. Das war ja so Hippie-Zeit. Ganz tolle Frau, die kam rein und sagte, hallo und so. Ich sage, ja. Sagt sie, das ist ja ein Auto. Ich flippe gleich aus. Die fand das super, sich reingesetzt, das ganze Gold, die ganzen Kissen und so. Ich habe gesagt, das fährt aber nicht und so. Hat irgendwie einen Motor- oder Getriebeschaden, irgendwas war. Hat die gesagt, ach Quatsch, ich kenne so ein Was, was willst du denn dafür haben? Ich habe gesagt, ich weiß, ich habe ein, zwei bezahlt, aber viel dran gemacht. Hat die gesagt, das war so süß, weil die hat die gesagt, was sagst du zu 2000 Mark? Und ich so, ja, da hat mein Vater gesagt, mein Vater hat es nicht mehr geglaubt und hat immer Angst, dass das Auto, weil es so Probleme hatte, dass sie ihn an Bord bekommen. Das ist auf jeden Fall, wir können doch nicht ein Auto an dich verkaufen. Dann ist das Original mit einem Laster, mit so einem Kran abgeholt worden, weil es nicht mal mehr in der Lage war, alleine auf die Rampe zu fahren. Das war mein erstes designtes Auto und das war weg. Und mit dem Geld habe ich mir dann direkt ein Mercedes T-Modell gekauft, was mich dann ja auch schon nach Spanien geschuckelt hat. Und dann hatte ich eigentlich, von da an war ich immer im Kombi. Ich dachte, das wäre der Kadett gewesen. Es war ein Kadett, den ich zwischendurch hatte. Den habe ich nach Ibiza gefahren, weil ich, das Auto war dann kaputt und ich brauchte noch einen Kadett. Frank ist vorgefahren mit so einem Fiesta. Frank ist dein Mann heute. Frank ist mein Ihr Mann, habt genau. Fünfmal geheiratet, wenn das stimmt. Ja, das war leicht übertrieben, weil wir uns so gut verstehen und weil wir immer Partys machen wollten und wir immer dachten, jetzt können wir es nochmal machen. Und das haben wir nach Ibiza genommen. Und der Vorteil war natürlich in Ibiza damals, dass man da total, konnte man ja freier leben denn je. Ich das Auto, glaube ich, gar nicht mehr angemeldet, wenn ich richtig, aber ich bin noch mal rumgefahren, das ging in Ibiza. Und später ist das ein Hühnerstall geworden, bei so Hippie-Freunden, weil es überhaupt nicht mehr funktionierte, habe ich das damals noch gerollt in so einen Hühnerstall und dann ist es da so ein, und da haben die Hühner sind da eingezogen. Das ist sehr hübsch geworden, ist dann mit Kakteen eingewachsen und das war mein erstes Auto. Und dann ich war immer ein bisschen Autotyp, würde ich heute sagen. Was ist denn ein Autotyp? Ja, das ist jemand, der Auto fährt, weil er es braucht. Also weil er das Gefühl hat, es bringt ihn von A nach B. Ja, also das ist der Sinn der Autos. Ja, aber es gibt ja viele, die haben ja noch so einen Autozusatz. Also dass man sagt, das muss besonders fürs Ego und das meinst sein. Du? Genau. Ah, ja. Und das habe ich eigentlich nicht so. Das ist der pragmatische Ansatz für dich. Ich habe es gern, dass es bequem und sicher ist und mit dem Fehlverhalten der anderen rechnen. Das ist so mein Plan. Ja. Und so bin ich eigentlich jetzt gut durchgekommen. Du hast den heiligen Christophorus in deinem... ist der noch da? Den habe ich immer noch. Den hat meine Oma mir geschrieben.
geschenkt und ich hatte ja ein R4, wie gesagt. Und als ich meine Prüfung endlich hatte, ist meine Oma eingestiegen. Das war eine sehr süße Geschichte. Und wir sind rein, hat die mir gleich den Christophorus geschenkt, gesagt, den klebst du hier rein. Hat er gesagt, Guido, aber achte drauf, bei 80 km/h steigt der aus, hat die gesagt. Also bin ich am Anfang nie schneller als 80 gefahren. Und dann hatte ich natürlich, das war ja Revolverschaltung und so, R4. Und dann hat meine Oma gesagt, Guido, das ist ein bisschen viel für dich jetzt hier unten treten und so. Hat die gesagt, soll ich das Rühren im Benzin übernehmen? Meine Oma gesagt, da wollte meine Oma, hat gedacht, durch die Revolverschaltung rühre ich so ein bisschen im Benzin rum. Und dann bin ich meiner geliebten Oma immer rumgeschnurrt und so. Nee, also ich finde, Autofahren war für mich so Freiheit, da auch wegzukommen. Also ist ja auch Kino, nach wie vor Freiheit. Mit meinen Hippie-Freunden waren wir da unterwegs. Ich war ja immer voll die Kiste. Dann zu den ganzen Konzerten. Wie kam das denn überhaupt? Also wir müssen jetzt chronologisch zumindest diese Liebe mal einflechten, weil es gibt einen, der wichtigste Mensch in deinem Leben ist Frank, eben der bereits erwähnte. 10 Jahre älter als du, Niederländer. Frank Mutters, ihr habt, wie gesagt, ihr seid jetzt seit ein paar Jahren so offiziell verheiratet, habt aber offenbar, das Wort Hippie ist jetzt ein paar Mal gefallen, mehrere Male geheiratet, um das zu zelebrieren, offenbar. Ja. Und die Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt, die ist sehr schön. Zumal du in Begleitung der, warte mal, ich bin Sibylle, ich nehme die Pille. Das und willst war, du mich haben, dann musst du es nur sagen. Nymphomane Tochter aus gutem Hause, eine Mitstudentin von mir, zum Schreien komisch. Und die hatte ganz verspannte Eltern. Und Sibylle hatte so die Liebe entdeckt. Und das hat es wirklich, die war so sinnlich. Und ich hoffe, sie hört irgendwo zu, lebt jetzt, glaube ich, auch in Berlin. So sinnlich. Und die hat gesagt, Guido, das ist total mein Ding. Und das machen wir jetzt erstmal. Und die hat das wirklich geliebt. Und das fand ich toll, hört sich jetzt mal so an, so Nymphoman. Aber die hat auf jeden Fall gedacht, ich will das jetzt spüren. Die will jetzt spüren, dass es, und die war auch so eine Selbstbewusstheit. Die hat da wirklich Gas gegeben. Ich sage, Sibylle, übertreib nicht und so. Aber die hat das irgendwie gemacht. Und so war ich mit Sibylle unterwegs. Und war eigentlich auf dem Weg nach Berlin. Ich dachte, ich studiere in Berlin. Das ist dann auf jeden Fall praktischer für mich. Und ich war aber noch in Münster. Und der Frank war auch gerade in Berlin. Der studierte Kunst in Münster, 2 Stelle Düsseldorf, bei Beuys. Also sozusagen in der Meisterklasse war der. Also in so einer, einer der Düsseldorfer Kunstakademie. Das ist ja die großen Zero-Künstler und so. Und Frank kommt ein bisschen aus der Zeit. Und so der Frank war halt in Münster und hatte halt als Kellner, der war so Model und Kellner in so einer Studenten-Hippie-Kneipe. Der sah mega aus mit den blauen Augen, der sah natürlich super angezogen, blinder Cockerspaniel, also alles, auf was ich Wie, Moment, blinder Cockerspaniel? Der hatte immer Kellnern? Hund. Ja, kam zurück aus Berlin und holte seine Schichten da ab in dieser Hippie-Kneipe. Es fing an zu regnen und ich bin mit Sibylle dann da rein. Und das war so am Nachmittag in so einer wirklich sehr bekannten Münsteraner Hippie-Kneipe. Klingklang hieß es. Und da wäre ich sonst nicht reinmarschiert, aber dann stand ich da und da kommt mir so ein Cockerspaniel entgegen mit so weißen Augen, blind, habe ich sofort gesehen. Und dann höre ich auf einmal, dass jemand ihn durch Schnipsen durch diesen Laden gleitet. Und dann dachte ich, wie süß ist das denn? Und dann stehe ich auf einmal vor so wunderschönen Beinen in so römischen Sandalen bis zum Knie. Armani-Ledershorts, die erste meines Lebens, ich jemals von Armani gesehen, dachte ich, was steht denn da? Und dann gucke ich Frank, diese blauen Augen, der war ja Model, der hing ja überall. In der Zeit hatte der gerade für Javan so Jonges, dieser Tabak in Holland, war der überall in ganz Deutschland plakatiert und dann hatte er da so eine Fluppe im Hals und dann dachte ich, ach, das ist doch der. Also so haben wir uns zum ersten Mal gesehen und ich fand den super. Sibylle natürlich auch, ne? Das versteht sich ja automatisch, die natürlich als jung, neue Nymphomanin und ich habe gesagt, Sibylle, sagt die, du, das ist meiner. Ich habe gesagt, Sibylle, du musst jetzt sehr stabil sein, sage ich, aber ich glaube, der ist schwul. Nein, sagt die. Und so fing das dann irgendwie an und so haben wir uns dann irgendwann kennengelernt, also wir sind dann da raus, natürlich nichts gesagt. Ich bin dann später nach so einem Seminar nochmal gekommen, hatte dann so ein Portemonnaie vergessen, long story, irgendwann haben wir uns dann getroffen und waren vom ersten Tag an große Liebe. Ich war ja 20, Frank war 30, der studierte noch Kunst und dann haben wir uns gleich überlegt, im zweiten Abend schon, sagt der Frank, ach, das ist so toll, ich habe mich so verliebt, aber ich hatte eigentlich vor, nach Spanien zu ziehen. Ich sage, ach, das kommt mir ja nicht ganz gelegen, dachte ich so, weil ich eh mal gern weg wollte und dann haben wir das gleich organisiert und dann waren wir schon, ich weiß nicht, 4 Monate später hatten wir alles gepackt und sind dann, der Frank ist vorgeflogen, hatte uns so eine Margarinenschachtel gemietet in Ibiza und dann sind wir halt nach Santa Gertrudis gezogen in so eine wirklich beschissene kleine Blockesbude, ohne Strom, ohne Wasser. Ich natürlich mit Generator genäht und Nähmaschine. Und so fing unser Leben, gemeinsames Leben an.
Und dann ging das richtig Hippie für Fortgeschrittene. Warte, Hippie für Fortgeschrittene. Du wirst diesen Satz noch hassen. So. Christina Aguilera hast du mitgebracht mit Beautiful. Ein wunderschöner Song. Willst du den einordnen? Ja, Beautiful ist, glaube ich, es kam ein bisschen später, aber das würde das sehr schön, das Lebensgefühl zeigen, was ich da gelernt habe. Ich habe in Ibiza gelernt, auch dieser Song, würde ich sagen, zeigt, da habe ich gesehen, dass Diversität, von dem heute alle sprechen, dass das sehr schön lebbar ist. Dass Menschen aus allen Regionen der Welt, unterschiedlichen Couleurs, alt wie jung, angepasst, mit und ohne Möglichkeiten, dass man zusammenleben kann und dass man eine große Liebe entwickeln kann für das Fremde, was man nicht kennt. Und dass man zu schätzen lernt, dass Menschen anders sind und dass sie dir so viel mitgeben können. Das hatten so viele tolle ältere Hippie-Mädchen und Opas und Verrückte und Künstler und alles, was es in dieser Welt gibt, hat gerade in Ibiza, in der Zeit, als ich in Ibiza mit Frank lebte, das waren die 80s in Ibiza, kann man sich wirklich vorstellen, was da los war. Und wir mittendrin und trotzdem Hippie auf dem Land, würde ich sagen, das ist dieser Song für mich auch. Das ist eine Hommage an das Leben und an seine Unterschiedlichkeit und das hat mich total beeinflusst und hat mir, glaube ich, auch neue Türen aufgemacht. Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Sie können diese Sendung, falls Sie die Hörbar als Radiosendung hören, die gibt es auch als Podcast und dort warten über, 70 weitere Interviews, ganz interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auf Sie. Heute ist der Designer, Moderator, Autor, Juror, Herrje, Tausendsasser Guido Maria Kretschmer hier zu Gast. Du hast Heroin geraucht. Ja, nur zwei Züge mit einer 85-jährigen Hippie-Frau, die hieß Phyllis, eine Amerikanerin. Ich war in Ibiza, im Las Dalias, das war wirklich wildeste Geschichte. Und die hat gesagt, oh darling. Was ist Las Dalias für die Menschen, die es nicht kennen? Das ist in Ibiza so eine Hippie-Institution in San Carlos. Das ist so eine richtige alte Hippie mit Hippie-Markt, wo man seine Sachen verkaufen kann. Und da war Phyllis, das war so eine richtige Hippie-Braut aus Amerika, die hatte da eine super Kneipe auch, wo alle waren und die hat mich sehr geliebt und ich habe die sehr bewundert. Die hat immer gesagt, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, darling, it was paradise. Und die war wirklich wild und schön und die hatte ihren, und wurde da, ich glaube, 21 Jahre alt und weil die mich so liebte, hat die für mich ein Fest gemacht. Ein richtiges Hippie-Fest mit allem, alle waren da. Toll und dann alles blühten und das war echt super. Und dann hat die irgendwo gesagt, have a puff, darling. Und ich habe dann zweimal gezogen und dachte so, ach, das ist ein Joint. Und dann wurde mir so ganz heiß und übel. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so angenehm übergeben. Ich bin überhaupt nicht für übergeben zu haben. Weil ich gar nicht, ach so, ich bin die gar meisten nicht so, Menschen mögen das. Nee, aber es gibt ja so, ich glaube, es gibt ja, wo man denkt, ach Gott, ne. Aber ich fand das, also ich fand das immer schrecklich, übergeben. Ja. Aber das war so eine andere Art. Ich dachte, ach, was ist das denn? Mein Körper hat total rebelliert. Und dann sage ich ihm, Phyllis, what's that? Dann sagt sie, darling, it's age. Und ich, nein. Oh, ich dachte sofort, oh Gott, ich sage mich schon Christiane F. Aber das war dann nicht der Fall. Mein Körper wollte das nicht. Aber das war wirklich da passiert. Mhm. Und die hat dann da schön gesessen. Aber das war natürlich auch Ibiza, weil es einfach wild war. Jetzt muss man sagen, ich bin Gott sei Dank, Gottlob, überhaupt kein Drogenmensch. Du bist das Gegenteil. Also das finde ich ja auch interessant. Also ich habe gelesen und wir haben auch schon mal gesprochen, du bist auch nicht jemand, der sich so mit Alkohol wegschießt oder so und du reagierst auch sehr empfindlich auf alles, was du deinem Körper zuführst, was ja interessant ist, weil in dieser Branche, die ja laut Klischee sehr exzessiv ist und feiert und Aftershow-Partys und so, da bist du gar nicht so für zu haben. Doch, ich feiere total mit bis zum Ende, aber ich bin immer clean. Also ich trinke nicht und bin auch nicht so drogenverstrahlt, weil es mir einfach auch nicht bekommt. Bis zum Ende feierst du? Ja, ich kann Leute gut nach Hause fahren, was meinst du, wie viele Leute ich
nach Hause gefahren habe. Und ich bin auch der Einzige, der immer noch weiß, was wirklich gelaufen ist. Also ich habe viele Schauspielfreundinnen und Freunde und hoch die Tassen. Und eine meiner lieben Freunde ist auch Katharina Thalbach und viele andere. Mir muss niemand erzählen, was exzessives Leben bedeuten kann. Und ich habe so viele Theaterproduktionen gemacht und habe wirklich gedacht, Freunde, alle rein. Ich habe schon so viele nette Freunde. Ich habe, was habe ich meine schöne Hannelore Elsner wirklich nach ins Bett getragen. Also ich habe viele schöne Geschichten gehabt mit tollen Leuten, weil ich bis zum Schluss da war. Und weil ich mich auch ganz gut eigentlich mit besoffen, die so lang angeschickert sind, geht auch. Ich mag nur nicht, wenn die irgendwann so, wenn die dann so richtig abbauen. Dann denke ich jetzt ab nach Hause. Oder so aggro. Es gibt ja auch Leute, die so aggro werden. Ja, das machen ja meistens. Ja, Mädchen manchmal auch. Gibt's auch. Aber das ist nicht so mein Ding und ich, und Gott sei Dank ist es auch so. Aber ich kann es ganz gut haben, wenn Menschen um mich herum so ein bisschen hoch die Tassen. Gibt es ja so viele, die das gut können. Und aber für mich selber ist nicht, bin wie so ein Japaner. Ich trinke so ein, würde so ein Schnapsbindchen Wein trinken, kriege rote Wangen und merke, mein Körper sagt am nächsten Tag, geh du, lass das. Also ich bin überhaupt nicht geeignet dafür, dass mich so zuzug. Das ist, nee, ich bin auch kein Rauchmensch oder so, oder der so, ich bin da irgendwie clean, so ein bisschen wie so ein Mönch vielleicht. Du brauchst ja auch deine Energie, weil du unfassbar viele Dinge parallel zueinander machst. Also ich kann mir vorstellen, wenn es so viel Spaß macht und dann zudem auch noch erfolgreich ist, dass es wie so ein Perpetuum mobile ist, dass man da auch wiederum Kraft rauszieht. Ne? Man steckt alles rein und na, du hast, also du stimmst mir nicht ganz zu gerade. Doch, doch, nein, nein, das ist so, natürlich muss man sagen, dass ich glaube, dass jeder Mensch mit einem gewissen Paket von Energie und Möglichkeiten ausgestattet ist. Das glaube ich schon auch. Also man macht natürlich aus dem Esel auch kein Rennpferd. Jetzt kann man sehr, ich finde Esel sehr süß und ich habe viel, kenne viele Menschen, die sehr süße, jetzt nicht despektierlich gemeint, dass ein Esel doof wäre oder so. Also ich meine von dieser Beweglichkeit etwas lange gucken, wo geht's hin und so und ein bisschen störrisch und nicht unterwegs sein. Da gibt es eben die, die Galopper sind, die marschieren eben los und ich bin eher Typ Galopper, würde ich sagen. Aber der gut mit Eselchen und mit vielen anderen sein kann und ich nie von anderen verlange, dass die mit mir so schnell rennen. Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen geguckt. Ich habe viel Energie und mache das. Und nicht, weil ich jetzt so hyperaktiv wäre oder weil ich jetzt so ein Auffälligkeitssyndrom hätte und müsste immer was machen. Ich weiß, dass ich bin ja eben dieses Urreitlabora, dieses Beton arbeite. Ich weiß, dass ich auch eine Verpflichtung habe, um glücklich zu werden, damit ich das mache, was ich kann. Es wäre wasting time. Also ist das Wort Ehrgeiz, spielt das bei dir in irgendeinem, magst du das oder ja, magst Ehrgeiz du das nicht? Ehrgeiz ist ein Wort, was ich gar nicht mag, weil das hat zu tun mit Ehre, sich selbst, Hedonismus, sich so zu feiern, dass man denkt, ich bin aber toll. Das hat das Wort Eitelkeit, nämlich auch. Oder? Eitelkeit. Und dann ist aber eben dieses Wort Geiz da drin, was ich gar nicht habe. Es sind zwei Dinge, die ich überhaupt nicht bin. Also ich bin eher manchmal viel zu uneitel und eher sehr großzügig. Also das ist so, was ich nicht. Ich glaube eher, was ich habe, ist so eine, ich habe so eine Bestimmtheit und bin so eine Sehnsucht. Das ist das Wort, was mich besser ausdrückt. Aha, Sehnsucht. Und was steht denn dann da? Wonach sehnst du dich denn? Ich sehne mich nach so Komplexität, dass irgendwas rund ist, dass es vollkommen ist, dass ich das Maximale gemacht habe. Also ich lege mir die Latte hoch. Und ich meine Form ist die Runde, bin ich bei Kolani. Ich mag runde Dinge. Ich sage auch, jetzt habe ich es rund. Und da meine ich das auch so. Rund heißt in sich komplett, egal wie groß oder klein das ist. Und wenn man, ich glaube, dass das Leben, sag ich jetzt mal so ein Bild, mein Leben ist wie viele, unser aller Leben so ein Rahmen, eine geometrische Form. Und das ist, wo du herkommst, wer du bist, welche Möglichkeiten, wie lange das geht und wie immer. Und du kannst dein Leben natürlich anfüllen mit ganz kleinen Quadraten, wie so ein Kästchen. Zauberwürfel. Aber du siehst ja sehr schnell, wenn du einen rausnimmst, gibt es Unruhe, dann passt das nicht mehr gut. Ich habe immer probiert, eher Dinge, die ich gemacht habe, rund zu machen, fertig zu haben und dann lege ich die da rein und dann bleibt es irgendwie beweglich. Und das ist vielleicht das mehr mein Bild. Und Sehnsucht heißt eben auch, dass man sich sehnt nach Vollkommenheit. Und das ist als Designer eine sehr gute Grundvoraussetzung, weil du sonst eben auch nicht in der Lage bist, immer wieder Neues zu tun und immer das Gestern sofort zu vergessen. Gibt es denn Vollkommenheit? Ja, das auf jeden Fall. Natürlich. Wo begegnet dir Vollkommenheit? Ach, ganz schnell. Natur kann das perfekt, das können Menschen. Außer können, in der Natur. Menschen, da gebe ich dir recht. Es gibt sehr gute, gescheite Menschen. Es gibt Dinge, die mich umhauen. Das kann Kunst, Architektur kann das auch. Das gibt's. Das kann Licht sein. Ich finde, Kunst kann das auf jeden Fall. Es gibt Bilder, es gibt Skulpturen, es gibt Zeichnungen, es gibt Musik, es gibt Inszenierungen. Musik ist ein sehr gutes Stichwort. Cher hast du mitgebracht. Ja. Die ist auch strong perfekt. Enough.
Ich habe Cher, was ich, ich liebe es, wenn es mir irgendwie gelingt, meinen Gästen in irgendeiner Weise eine Grußbotschaft von einem anderen Menschen zukommen zu lassen. Und tatsächlich bei dir, weil du Gott und die Welt kennst, wäre jetzt nichts eine große Überraschung gewesen. Und leider muss ich auch jetzt schon, wenn du denkst, nein, ich habe aber... über Instagram, da wird jetzt irgend so ein Management-Assistent gesessen haben und wird meine Nachricht in schlechtem Englisch abgehört haben, dass ich nämlich gesagt habe, hello, I have a guest, his name is Guido Maria Kretschmer, he's a designer and I want to surprise him. Also ich habe versucht, die Leute, das Management von Cher dahingehend zu bequatschen, dass sie dir eine Grußbotschaft schickt. Machen sie nicht. Es ist nichts gekommen, leider. Seid ihr euch mal begegnet? Ein einziges Mal. In Hamburg ein einziges Mal, aber ich finde die toll und ich glaube, ich finde die toll wie alle. Ich glaube auch nicht, dass Jazz ist so, hi darling. Ich finde die sehr lustig, sehr amüsant. Ich glaube auch, dass sie einen guten Humor hat. Ja, finde die sehr großartig. Ich kenne aber jemand, ich kenne eine süße Geschichte von Allegra Curtis, die Tochter von Christine Kaufmann und Jamie Lee Curtis, und die war guter Freund immer mit Tony Curtis. Und die fand die ganz toll immer, also die fand die super, super, und dann hat die immer im Fernsehen gesehen. Die wusste ja nicht, dass die mir, hat mir mal erzählt, die Allegra, die wusste nicht, dass ihr Vater so berühmt ist. Die hat ja Sasa Gabor im Nachbarhaus und wir haben ja lange auch mit Allegra und Christine in Mallorca so gelebt, auch zusammen. Und dann hat die immer die Geschichte erzählt, dass die Cher auf so einer Party kam, die runter, kam die Treppen runter. Und Allegra hat nicht gewusst, dass ihr Vater, wie gesagt, berühmt ist, weil sie ja irgendwo in Bel Air groß wurde. Und da kommt auch mal die Frau, die sie aus dem Fernsehen kannte, kommt die Treppen runter. Dann hat sie angeguckt und hat sich in den Weg gestellt und gesagt, you are, und da hat die eine gescheut und hat gesagt, don't stare at people, hat die dann gesagt. Das fand ich, das fand ich sehr, dachte ich, oh Cher, aber ich glaube, dass die auch wild war. Und aber ich mag halt, ich glaube, als Designer kommt man an Cher nicht vorbei. Ich mag diese, das ist die Art der Inszenierung, und ich glaube, wer sie auch als Schauspieler, ich meine, ich finde Suspect einer der großartigsten Filme, die ich je gesehen habe. Super. Ich liebe Meerjungfrauen. Ich liebe natürlich Notirare, La Bella Luna. Mondsüchtig. Mondsüchtig, ja. Also ich meine, geht's nach mehr Notirare, La Bella Luna. Also da muss man sagen, das ist, ich finde die großartig, und ich finde den Song toll, weil, jetzt kann ja jeder hören, warum der toll ist. Ist so. Cher forever. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough. Guido Maria Kretschmer ist heute hier zu Gast, und um für diejenigen, die deinen Lebensweg nicht so verfolgt haben, wir können es ja im totalen Zeitraffer machen, Ibiza, Hippie-Markt, 5 Lederjacken mit Brokat an Udo Lindenberg verkauft, Geld verdient, bekannter geworden, zweite Nähmaschine gekauft, Studium in Barcelona, sowas stimmt, ne, soweit. Und da plötzlich dann den ersten Auftrag für, nicht Corporate Design, doch, aber so, doch, Corporate Fashion. Doch, Corporate Fashion für Hapag-Lloyd oder was war ja, das? Ja, genau. So eine große Airline und Fischerreisen, das war so eine große Reiseveranstalter in Deutschland, und das war mein erster, sagen wir mal, Corporate Fashion, also Uniform-Job, wo es wirklich groß wurde. Also wo ich dann dachte, jetzt geht's los. Da und du bist ich. Zurück nach Deutschland gegangen? Nee, da war ich noch in Spanien, bin immer gependelt und so. Ich hatte am Anfang ein Büro schon in Deutschland, aber lebte noch in Spanien. Viele, viele Jahre bin ich immer gependelt. Da fing meine Flugzeit an. Da habe ich mir gesagt, mein Vater immer sagt, der Papst, Guido, keiner fliegt öfter. Und ich habe ja noch jeden Flugabschnitt, weil ich den immer festhalte während des Fluges und schreibe immer auf jedem kleinen Flugabschnitt, wie der Flug war. Also ich schreibe ich immer drauf, das ist immer so eine Macke, oder weil ich dann denke, damit ich mich erinnern kann, dachte ich. Und somit weiß ich natürlich, wie viele Flüge ich hatte, weil ich Kisten voll habe mit diesen kleinen Abschnitten. Und da fing das an, ständig hin und her. Und dann fing das an, dass ich so in diesen
diesem Bereich sehr erfolgreich wurde. Du hast tolle Kunden gekriegt, große Kunden, ja, ja. Sodass du erfolgreich wurdest, bevor du bekannt wurdest, also bevor man dich wahrscheinlich hätte erkennen können. Ja, ja. Denn das, und korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber passierte dann durch Shopping Queen oder möglicherweise auch schon vorher? Nee, sicher im Textilbereich war ich sicher schon potent unterwegs, aber das war eher, weil ich Unternehmer war und habe das sehr erfolgreich, dieses wirklich international agierende Unternehmen aufgebaut. Das, würde ich sagen, war sicher eine meiner größten Leistungen, das ohne Fremdkapital zu schaffen. Ich glaube, das gibt es in Deutschland, glaube ich, wirklich fast niemanden, der das so wie ich gemacht hat. Das ist das, was wir als mutig oder was du als mutig auch bezeichnet hast, ne? Dass man dass du da gesprungen bist, das gemacht hast. Ja, ich bin nie weiter gesprungen, als ich mir leisten konnte. Das war so ein Thema und natürlich auch, das war schwer. Das würde ich heute, das hört sich so toll an, aber mach mal ein Unternehmen, wenn du aus einer Familie kommst, wo niemand Unternehmer ist und dich jeder stoppt und sagt, lass es Guido bitte nicht investieren. Also das ist schon eine Nummer. Ich konnte nie jemanden um Rat fragen eigentlich, deswegen zumindest nicht aus der Familie. Und das war schon ein großer Schritt, aber ich war da so ambitioniert und habe das so vorbestimmt, würde ich heute fast sagen. Also mit was für einer Präzision ich da auch vorgegangen bin. Also wie ich das heute gebaut habe, wie ich mir Produktionsstätten, wie ich dachte, wer könnte für mich gut sein. Ich dachte, ich nehme mir Produzenten, die fast pleite sind, die werden sich freuen über den Auftrag, die werden mich nicht betrügen. Und so ist es auch gekommen. Also ich habe immer wieder Leute gerettet und damit richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ja, genau. Also ich habe immer geguckt, dass mich Leute nicht durch meine Unwissenheit, die ich ja auch betriebswirtschaftlich zum Teil am Frühjahr immer auch hatte, dass ich da nicht verloren gehe, weil ich ja selbst finanziert und eigenfinanziert war. Geh das mal klingt zu einer so Bank strategisch. Und, also ja, das war's auch. Ist eine gute. Ja, ja. Das wusste ich, dass ich das. Also das wusste ich nicht, dass ich das kann. Würde ich heute sagen, dass ich so ein Unternehmergehen auch habe. Das ist, bin ich selber manchmal noch erstaunt, dass ich da so ohne Schaden. Manchmal war es auch schwer. Es gab auch Phasen, wo ich dachte, ach du Schande, jetzt fliegt die Bude. Ja. Immer wenn das größer wurde und meine Aufträge größer, ich muss das ja alles finanzieren. Und dann macht das mal mit so einer Sparkasse Münster, die dann Angst bekommt und immer sagt, Herr Kretschmer, was machen Sie denn da? Die kannten meine Unternehmen gar nicht, die ich da zum Teil ranschleppte. Da habe ich mal Emirates Airlines gebracht, da haben gesagt, wer ist das denn? Den kennt doch gar keiner. Ich habe gesagt, doch, das ist eine ganz große Airline. Ach, Sie kommen ja aber auch mit Leuten um die Ecke. Sowas haben die dann gesagt. Oder, also da könnte ich Geschichten erzählen, das war wirklich spooky. Aber somit habe ich angefangen, das wirklich, also würde ich sagen, sehr potent zu organisieren, weil ich ja in mehreren Sprachen präsentieren konnte. Das war auch ein Glück. Ich hatte den spanischen Markt, den englisch-französischen Markt, Schweizer Markt. Dann hatte ich natürlich viele Airliner, Hotelketten, große Supermarktdinger. Dann fing es an, dass ich einfach Corporate Fashion, heute nennt man das so, früher hieß das Uniform-Business. Und dann habe ich halt das Glück gehabt, dass ich große Ausschreibungen gewonnen habe für sich die World of Tui, also für weltweite Geschichten, Telekom-Dinger, also ich habe wirklich große Projekte gemacht und so, also wirklich große Dinger und dadurch habe ich so vielleicht auch, habe ich mir die Basis geschaffen, um irgendwann zu sagen, okay, jetzt habe ich eigenfinanziert auch das Geld zu sagen, jetzt mache ich den Schritt in die Mode, weil das war ja immer mein Plan, dass ich zurückfinde in dieses Fach der Couture, sag ich mal. Und das war ja auch so, dass ich dann große Abendroben und dann sehr schnell sehr bekannt geworden bin, eben auch in meinen Kreationen. Und dann hatte ich so beides vielleicht. Das gab einmal für mich die Kür und die Pflicht und hatte die Chance, dass ich das eben eigenfinanziert mich in dieses Modezirkus schmeißen konnte, ohne Fremdkapital. Das muss man eben dazu sagen, das gibt es eigentlich. Das würde ich heute auch sagen. Das ist vielleicht Leistung auch meines Lebens, dass ich da, frage ich mich heute, wie ging das überhaupt? Das ging natürlich auch, weil ich immer wieder zu Frank zu Hause sagen konnte, Frank, es könnte jetzt ein halbes Jahr ziemlich eng werden, wir müssen uns etwas zurückhalten, es kann auch sein, dass alles fliegt. Frank hat gesagt, Guido, du machst das schon. Also der hat mir die völlige Rückendeckung gegeben, aber es gab auch Momente, wo ich dachte, ach du Scheiße, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Also wie finanziere ich das? Aber es hat halt immer gut funktioniert und damit ist es eigentlich nicht zu Ende gegangen, aber ich habe das Unternehmen dann an eine große indonesische Holding Company veräußert, also erste Übergabe meines Unternehmensbereiches, weil ich wusste, ich hätte alles erreicht, als ich die Deutsche Bahn noch gemacht habe jetzt, da wusste ich, das war für mich so ein Endstück, da dachte ich, guck mal, jetzt habe ich diese Träume so erlebt, so viel erreicht da in diesem ganzen Corporate Fashion Welt und wusste jetzt, jetzt ist Zeit und das war auch gut so und deswegen, ich bin immer noch tätig in diesem Bereich, aber mache das jetzt eben sozusagen als Designer, als Außenstehender, aber nicht mehr, dass ich das eigenverantwortete Unternehmen führe.
Reinhard May hast du mitgebracht. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht, Freunde. Das kennen ja vielleicht viele. Es ist Zeit für uns zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Und es ist ein Song, der mich an meine geliebte Freundin Anne erinnert. Anne Marquinhos, eine meiner besten Freunde meines Lebens, die leider gestorben ist vor 3-4 Jahren jetzt schon an Krebs. Und das hat mir wirklich alles genommen. Und ich glaube nicht daran, dass man Menschen vergisst, dass man das Wunden heilen oder so. Es vergeht kein Tag. Die fehlt mir jeden Tag, weil das war so ein perfekter Mensch für unser Leben. Und in Holland ist es so, das ist ein Song, den alle Holländer kennen. Wenn man abends eine Kneipe beenden will und so, dann wird es in Holland gespielt. Alle kennen das. Und als meine Anne-Freundin 50 wurde in Amsterdam, die kommt ja wie Frank aus Amsterdam, und diese tiefe Freundschaft und ich da zum ersten Mal ihre ganzen Riesenfreunde erlebt habe in Holland und ich in dieser Nacht, als ich da war, auf einmal gemerkt habe, mit all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass jeder Mensch, der da war, ihre Geschwister, ihre Familien, ihre Arbeitskollegen, die war auch so eine Fernsehfrau, dass jeder mich und Frank kannte, alle unsere Geschichten, weil wir immer zusammen waren, wir haben immer unser Leben geteilt und ich habe nicht gewusst, dass diese ganzen Menschen uns so geliebt haben. Und the best thing a friend can give a friend is a friend. Das habe ich da gelernt, wow, in dieser Nacht. Und da war es so, dass dieser 50. Geburtstag war so ein, dass ich dachte, guck mal, man kennt Freunde, die man auch im Ausland leben und man unterschätzt eigentlich, dass man auch eine Verantwortung hat als Freund, anderen Freunden gegenüber, wenn die von dir erzählen und dass man mit Liebe aufgenommen wird, weil man nur befreundet ist mit jemandem, der sie auch gut liebt und kennt. Und das war diese Nacht. Und in dieser Nacht hat sie halt diesen Song spielen lassen, weil es dann vorbei war. Wir waren das Schreie Stürm, das ist so ein Kneipe da in Amsterdam. Und dann haben alle diese ganzen Menschen sich hingestellt und haben dieses Lied in Deutsch gesungen. Und dachte ich, what? Und das war so ein schöner Moment, dass ich immer denke, ach, Reinhard May, wie toll. Also ich fand das irgendwie super und deswegen finde ich, das ist ein wunderbarer Song, der eben auch mich erinnert an diesen schönen Abend und meine geliebte Freundin Anne, die jetzt nicht mehr da ist. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ja, was Musik kann. Ja. Ne? Die trägt uns vor und zurück und erinnert uns wie so ein Geruch und oft auch sehr zuverlässig in der Wiederholung. Das ist toll. Guido Maria Kretschmer ist heute hier zu Gast. Und wie kann es sein, dass wir schon so lange miteinander sprechen und weder das Wort Shopping Queen gefallen ist, noch das Wort Hund? Also letztendlich sind Hunde auch deine große Liebe. Du hast mehrere Barsois, das sind ganz besondere Windhunde, russische Windhunde, ja. Schöne Tiere, mit denen ihr lebt. Und es gibt eine Geschichte, auf die ich gestern zufällig gestoßen bin. Da musste ich sehr lachen. Der Tatort? Vorspann? Stimmt das? Ach, das stimmt. Ja, die Aller kann das nicht gut haben. Das Streicher oder wir Violine. Machen sofort 2015, wenn bei uns ARD ist, müssen wir sofort das Fernseher runter, die weint und schreit. Und dann heißt es, Vorsicht, Vorsicht bitte. Wenn das mal spontan kommt, müssen wir sofort runter. Ich weiß nicht, ob die das liebt oder nicht mag. Russen halt, ne? Russen halt, sagen, oh Gott. Falls sie für Crime nichts haben. Ich habe ihr auch nicht verraten, dass es Krieg gibt und so. Okay. Ich dachte, was kann ja nichts dafür. Nein, auch sie kann nichts dafür. Ne? Sie weiß ja nicht, dass sie aus der kalten Welt kommt. Aber lass uns auf jeden Fall in die etwas wärmere, buntere Welt noch mal kurz einen Blick werfen, nämlich all die Projekte. Denn die Menschen, es wird vielleicht den ein oder anderen Menschen, die ein oder andere Person geben, die dich heute kennengelernt hat oder mal anders kennengelernt hat und für das interessiert
und jetzt erstmal so eine kleine Guidance braucht, wo man dir begegnet, was du so machst. Also du hast ein eigenes Magazin, das kann nicht jeder von sich sagen. Zwei Magazine. Noch das Deko? Ich habe mein normales Guido-Magazin, das, was ich sehr liebe, das ist eben auch ein ganz wichtiger Teil meines Lebens geworden, weil ich das liebe, da zu arbeiten, weil ich auch viel schreibe und also habe jetzt eine richtige Redaktion und bin immer gut im Einsatz, habe viel zu tun, mag das aber auch sehr gern, mit diesen Menschen zu arbeiten, in diesem Guido-Magazin, eine von euch heißt es. Und es gibt jetzt auch noch ein Dekorationsmagazin. Wie häufig kommt? Ich dachte, das ist ja, einmal im Monat. Okay. Ich bin schon im Einsatz. Aber ich schreibe gern und mag das und liebe meine Redaktion sehr, weil ich das auch als schön empfinde, mit Leuten gemeinsam was zu machen. Ich bin ein Teil einer Geschichte, sonst bin ich immer Chef und das mag ich sehr. Die sagen auch mal zu mir, Guido, wie geht das? Wie kannst du das so? Die sagen mal zu mir, das hat mich so gefreut, die sagen, wenn du nicht der wärst, der du wärst und du wirst jetzt einfach nur hier jemand sein, ein Kollege hat gesagt, du wärst ein wirklich guter Kollege. Die sagen mal zu mir, du könntest dir ohne Probleme arbeiten, meine Texte gehen eins zu eins durch. Und das freut mich immer sehr, weil, dass ich da nicht aufhalte und dass die sagen, wir müssen für mich was Besonderes machen, sondern ich bin Teil dieser Redaktion geworden. Aber jetzt, ich frage mich schon, ob dadurch, dass du sympathisch bist und sehr nahbar und so weiter, wer ist dein Korrektiv außer Frank? Wer hat den Mut, auch dir entgegenzutreten und zu sagen, na? Doch, ich habe Schwester, geliebte Schwester, gute Freunde. Und ich bin selber nicht, ich schlafe ja auch nicht in der Tannenschonung. Ich weiß schon auch, was gut ist und wo ich nicht gut bin und so. Und ich finde auch, das wäre ja auch infam zu glauben, dass mir alles gut gelingt. Ich weiß schon sehr, ich schlafe nie abends ein, ohne zu denken, auch dieses Gespräch kommt nochmal wieder, wo ich denke, was hast du denn da gemacht? Es ist so, dass ich dass ich auch kritisch mit mir sein kann und das auch bin und das auch muss. Natürlich sagen die Leute gerne, das ist aber schön, aber ich lasse mir da auch nichts erzählen. Ich weiß schon selber, ob das dann gut war. Es ist manchmal erstaunlich, dass es wenig Kritik gibt. So. Jetzt bin ich aber auch jemand, der gar nicht so mit Kritik im Leben versorgt wurde. Ich bin eher supported worden und bin eher selber der Typ, der andere supportet. So und auch kritisiert, also du bist ja pingelig, so nennst du dich selbst oder bezieht sich das nur auf so ein... Ich bin Subsidiarität, ich bin Hilfe zur Selbsthilfe, das ist, was ich tue. Das ist mein... Wie heißt mein das? Subsidiarität, das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich gucke immer, dass ich, also selber habe ich es auch gern, dass man mir nicht so platt sagt, das ist aber auch doof gelaufen, sondern dass ich probiere, dass man dem Gegenüber das Gefühl gibt, ah, der hat selber drauf gekommen, dass es geht. Und so probiere ich es auch in meinem Leben, dort mache ich es auch. Wenn wir jetzt bei Shopping Queen wären, würde ich das auch so machen. Erklär mal kurz, was Shopping Queen ist. Also Shopping Queen ist eine Sendung, die wir jetzt schon vor 10 Jahren, wir feiern gerade Jubiläumsjahr, ist ja völlig irre, ich habe jetzt schon fast 2500. Sendung. Eine tägliche Sendung bei Vox, die ich seit 10 Jahren mache. Das ist eine Sendung, wo 5 Frauen gegeneinander antreten, kriegen 500 Euro, ich gebe den Motto und dann marschieren die los und kaufen nach meinem Motto einen Look in 4 Stunden. Die anderen reden mit und ich auch. Und dann kommentiere ich das ganze Spiel und zum Schluss wird eine meine Shopping Queen und gewinnt dann eben keine Krone, aber 1000 Euro und irgendwie die Zuneigung von vielen, vielen Menschen. Und das ist eine kleine Bewegung geworden. Das sind wir wirklich geworden. Das ist so eine neue Art von Fernsehding. Ich habe dafür ja viele, viele Preise bekommen, aber ich habe mich am meisten gefreut, dass ich vor kurzem erfahren habe, dass das jetzt, also zum Teil auch in den Medienschulen, Vorbild ist für eine neue Art von Fernsehen, dass Menschen eben halt nicht platt gemacht werden, sondern ganz im Gegenteil, dass jeder die Chance hat, sagen wir mal, so ein respektvoller Umgang mit Kandidaten und mit Protagonisten ermöglicht wird. Und das mache ich auf etwas humorvolle Art und probiere denen natürlich auch beizubringen, was Mode macht, was Proportionen macht, was das bedeutet. Ich rede, wenn es langweilig wird, bei den Mädels rede ich über Kunst, Architektur, über Religion, über alles, was mir so kommt und ich habe ja zu vielem was zu sagen und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dann erzähle ich und sonst, wenn nichts mehr geht, erzähle ich dann auch von mir manchmal und sage, ach, ich mache das folgendermaßen und somit sind wir so eine Art etwas Bewegung geworden und das ist eben auch Teil meines Lebens geworden. Jetzt gibt es neuerdings eben auch noch eine zweite Sendung, die ich gar nicht unbedingt erst wollte. Ich habe ich schon genug zu tun, aber der Sender wollte es unbedingt. Jetzt machen wir noch so eine Deko-Sendung, die heißt Guidos Deko Queen. Da dachte ich, ach komm, das machen wir nur ein paar Mal. Ist aber so erfolgreich gelaufen, plus Magazin, dass ich jetzt eben halt auch meine andere große Leidenschaft, wir haben ja schon von den Rollen gesprochen, einrichten und dekorieren, wohnen ist total mein Ding. Und da gibt es jetzt halt eine zweite Sendung, die ich jetzt noch mache. Also auch als tägliche Sendung schaffe ich das nicht mehr, aber wir machen jetzt so Blöcke, weil ich das anders... Mhm. Wir könnten jeden Tag auch laufen, jeden Tag, aber das schaffe ich aus Drehzeiten nicht. Ja. Deswegen machen wir jetzt einen Block
Geschichten. Das ist das, was ich mache. Okay, also gut, dass wir da irgendwie, ich weiß nicht, wie zwischenkamen und dich da einmal kurz rausziehen konnten für diese zwei Stunden hier. Na, ist gut. Gott sei Dank, wir haben es jetzt. Jetzt haben wir Haken hinter. Das ist gar nicht so viel. Ich mache viel, aber es ist immer noch mal ein Tag, wo ich auch frei habe. So ist ja nicht. Ja, wollte ich gerade, aber du hast ja auch noch eine Beziehung. Also du hast verschiedene Wohnsitze. Man muss ja zwischendurch auch mal zur Ruhe kommen. Nee. Noch zwei. Also das ist nicht mehr so wie früher. Also jetzt, ich bin viel, seitdem ich in Hamburg bin, früher war ich wirklich unterwegs. Das ist ja jetzt vorbei. Ich bin ja ganz stable. Ich reise ja ganz wenig. Ich habe eine ganz gute Ökobilanz, weil ich gar nicht mehr fliege. Ich fahre wenig. Also ich mache viel in Hamburg. Ich habe ein Studio zu Hause im eigenen Haus. Guck mal, wie schön das ist. Ja. Wir beenden diese Sendung mit entweder Elton John oder Lady Gaga. Ich habe beide ins Herz geschlossen, weil ich beide kennenlernen durfte. Und hatte... Ich habe großen Respekt vor Elton John und liebe ihn für das, wie der ist und wie der singt. Und das hatte ich einen wunderschönen letzten Sommer, habe ich ihn kennenlernen dürfen, in Frankreich, in Antibes, in so einem Privatkonzert. Also wirklich toll, zufälligerweise beim Mittagessen hat er dann gesungen. Und Lady Gaga hatte ich ein Interview gerade für Gucci. Da war ich, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der ein Interview bekam mit Jared Leto und Lady Gaga, die ich sehr, sehr verehre. Und wir hatten so ein wunderbares Gespräch und die hat mir sowas Nettes auch gesagt und auch Jared Leto, muss ich sagen. Deswegen würde ich sagen, ist es eigentlich Lady Gaga, weil sie hat mich so tief abgeholt und die hat, und es ging ja um Gucci, und die hat dann gesagt, Guido, weißt du überhaupt, dass, als ich deinen Namen sage, die ganze Zeit habe ich deinen Namen, wenn ich drei Buchstaben, nur einfach die Buchstaben verändere, wird aus Gucci Guido. Und ich dachte, ach, das ist ja irre. Und dann haben wir uns ganz schön unterhalten und die hat so süße Sachen zu mir gesagt und dachte, wie kann denn so ein Weltstar so nett sein. Also deswegen würde ich sagen, Dann hören wir auf mit Lady Gaga. Dann Gaga, genau. Und Bradley Cooper, Star is Born, Shallow. Ja. Ich danke dir für großartige Geschichten, auch dass du uns deinen Vater so nahe gebracht hast. Das ist auch eine ganz besondere, eine kleine Abzweigung gewesen, die aber ganz herzerwärmend war. Vielen Dank dafür und viel Spaß weiterhin bei all dem, was du da in die Welt rausbringst mit deiner Kraft und deinem Optimismus und deiner Freude und deiner Liebe. Also herzlichen Dank, dass du hier heute zu Gast warst. Ja, inshallah, möchte man das sagen. Tschüss. Ja, das stimmt. Tschüss. Ja, tschüss. Tell me something. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.